Ja, schönen guten Abend, lieber Stream. Wir haben uns hier versammelt heute Abend und wollen über die Transparenzgesetzinitiativen für Nordrhein-Westfalen sprechen. Der Titel NRW braucht mehr Durchblick, warum ein Informationsfreiheitsgesetz nicht ausreicht. Wir haben morgen hier im Landtag eine Anhörung zum Transparenzgesetzentwurf. Wollen heute hier zwei Initiativen des NRW vorstellen, die ein Transparenzgesetz sich ausgedacht und entworfen haben. Das eine ist unseres, das zweite kommt von der Initiative NRW Blick durch, die wir hier zu Gast haben, vertreten durch Alexander Trennhäuser von Mehr Demokratie, Daniel Lentfer, auch Mehr Demokratie, und Thorsten Stärk, ebenfalls Mehr Demokratie. Ansonsten gehört zur Initiative NRW Blick durch auch der Bund der Steuerzahler und Transparency International. Jetzt sind wir auch noch nicht ganz vollständig besetzt. Wir kriegen also gleich auch noch weiteren Besuch hier. Bei uns ist noch Grumpy Oleak von der Piratenfraktion, der Nico Kern und der Matthias Bock. Ohne politische Meinung und sachverständig auch beim Thema Open Data, Open Government und Transparenz. Warum haben wir ein Ulrike Danzmann, nicht im Bild, aber sie ist da, und unser Team von der Technik ist natürlich auch da und unser lieber Pressesprecher Ingo natürlich auch. Wunderbar. Warum haben wir ein Transparenzgesetz gemacht? Weil ein Informationsfreiheitsgesetz nicht ausreicht. Das Transparenzgesetz dreht die gesamte Thematik der Informationsbeschaffung für den Bürger um. Nämlich er muss nicht mehr wie beim Informationsfreiheitsgesetz anrufen und etwas anfordern, sondern er kriegt es im Prinzip dargeboten von der Verwaltung, weil die Verwaltung ist gehalten, alle Informationen, die frei zugänglich sein können, auch frei anzubieten. Das ist das Grundprinzip des Transparenzgesetzes. In den Ländern, in der Bundesrepublik, in den Bundesländern gibt es sehr unterschiedliche Strukturen. Also es gibt noch nicht überall sogar ein Informationsfreiheitsgesetz. Und zum Beispiel hier in Nordrhein-Westfalen gibt es das seit 2005 erst. Es gibt Länder, die haben das noch gar nicht, wie zum Beispiel Bayern und Baden-Württemberg. Es gibt eine Initiative in Hamburg im letzten Jahr, die sehr viel Furore gemacht hat, ausgelöst und mitgestaltet von Mehr Demokratie und von Piraten, von diversen Gruppen. Diese Initiative hat ein Transparenzgesetz initiiert, was das Vorbild für unseren Gesetzentwurf ist und auch das Vorbild für den der Kollegen hier nebenan, den ich jetzt mal übergebe. Und wie gesagt, da wollen wir heute drüber sprechen, die beiden Entwürfe vorstellen. Aber erstmal gebe ich an Alexander, um auch ein paar Worte zu sagen, wenn du möchtest. Gerne. Geht das so? Ja. Zerr zu mir rüber. So, ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Einen Abend vor der Anhörung im Landtag morgen um 10, die ja auch gestreamt wird auf der Landtagsseite. Deswegen sitzen wir extra im Plenum. Ja, heute nochmal die Diskussion vielleicht ein bisschen offener, als wir sie morgen haben, wenn dann die einzelnen Vertreter eigentlich nur angehört werden und so richtig die Diskussion nicht ins Laufen kommt. Hier also etwas offener und eine schöne Gelegenheit, um nochmal zu gucken, wie denn unser einzelner Arbeitsstand ist. Ja, also der Arbeitsstand bei NRW Blick durch, um das nochmal so darzulegen, wie wir das angegangen sind. Wir haben uns im vergangenen Januar, glaube ich, das erste Mal zusammengetroffen, Transparency International, der Bund der Steuerzahler, Mehr Demokratie, haben beschlossen, dass wir gemeinsam diese Kampagne für ein Transparenzgesetz angehen wollen, auch angeregt durch die Anhörung, die ja jetzt vor ziemlich genau einem Jahr stattgefunden hat.
ebenfalls auch wegen eines Antrags der Piraten zum Entwurf, einen Antrag an die Landesregierung, dass ein Transparenzgesetz entworfen werden soll. Und unsere Zielsetzung im Februar, März war, einen Gesetzentwurf zu dem Thema zu entwerfen, der das Hamburger Modell auf die Landesebene NRW, also auf einen Flächenstaat, adaptiert, mit allen Schwierigkeiten, die das macht. Und da muss ich auch ganz offen sagen, da haben wir uns zeitlich durchaus verschätzt, unsere Kompetenzen überschätzt und die Probleme, die das Ganze aufwirft, auch durchaus unterschätzt. Wir haben zahlreiche Gespräche geführt in den letzten Monaten mit Vertretern von Verwaltung, Wissenschaft, Praktikern, mit Menschen, die bereits jetzt Open Government Projekte am Laufen haben, und sind immer wieder auf neue Fragen gestoßen und das dann innerhalb des Bündnisses diskutiert, unseren Gesetzentwurf überarbeitet. Wir sind in den allerletzten Zügen. Aber ich bin ganz froh, dass die Piraten das nicht so gemacht haben, wie wir es uns am Anfang gewünscht haben, sondern dass jetzt von den Piraten schon ein Gesetzentwurf auf dem Tisch liegt. Denn ich habe mir vorhin, und da komme ich auch gleich noch zu, mal die Stellungnahmen der morgigen Anhörung angeguckt, und da sind dann doch noch eine ganze Menge interessante Anregungen drin, die man sowohl in den vorliegenden Gesetzentwurf der Piraten als auch in unseren Gesetzentwurf nochmal einfließen lassen kann. Darf ich ganz kurz noch unterbrechen und noch einen Gast begrüßen? Stefan Wehrmeier, meine ich, von der Open Knowledge Foundation, auch ein Sachverständiger für morgen. Vielen Dank, dass du heute schon da bist und ja, zuhörst und oder mitdiskutierst. Und ich wollte auch noch loswerden, dass wir einen Hashtag haben, PiraST, Pirast, um, wenn ihr twittert über das, was hier gerade passiert. Wir haben auch eine Mail, oder haben wir irgendwie, das geht darüber, alles klar. Wenn also Fragen sind, gerne über den Hashtag und 20 Piraten hier an uns stellen. Dankeschön. Und noch eine kurze Anmerkung, wir wollen ja nicht die Anhörung ganz vorwegnehmen. Nö, machen wir auch nicht. Nö, keine Sorge. Die haben wir noch. Weil, das ist jetzt hoffentlich deutlich geworden, die beiden, Alexander Trennhäuser, Daniel Lenfer, sind auch Sachverständige für das Gesetz morgen. Okay, bitteschön. Ja. Was ich morgen in der Anhörung nicht machen werde, ist aus der Stellungnahme eines anderen Sachverständigen zu zitieren. Heute Abend mache ich das mal. Der Städte- und Gemeindebund bzw. die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände schreibt nämlich, dass zwar von anderer interessierter Seite ein anderer Eindruck erweckt werden würde, aber dass der Gedanke, Öffentlichkeit und Transparenz zu gewährleisten, für die kommunalen Gebietskörperschaften nichts Neues sei. Unter Nutzung moderner Technik bemühen Sie sich bereits jetzt im Rahmen Ihrer Möglichkeiten, eine stetig verbesserte Bürgerbeteiligung sowie mehr Transparenz des Verwaltungshandelns zu gewährleisten. Eine gesetzliche Regelung sei dafür nicht möglich, denn gelingen könnte das vor allen Dingen dann, wenn die entsprechenden Maßnahmen auf freiwilliger Basis geplant und umgesetzt werden. Ich würde das mal als Plädoyer für den Status quo bezeichnen und habe daraufhin heute so ein bisschen mal in die Zeitungen geguckt, beziehungsweise gestern Abend wurde mir wie jede Woche die Umsonstzeitung Wochenpost, die freundliche Verbraucherzeitung für Obladen, in den Briefkasten gesteckt. Also Beweisstück 1, transparente Kommunikation, Fragezeichen, Heimlichtuerei um Hittorfs Industriegebiet und ein Protokoll. Ich lese mal ganz kurz vor. Ein glückliches Händchen scheint der Oberbürgermeister zurzeit weder im Umgang mit seinen Mitarbeitern noch mit seinen Bürgern zu haben. Transparente Kommunikation ist nicht so sein Ding. Aktuell verscherzt es sich Reinhard Buchhorn wieder einmal mit den Hittorfern, das ist ein Stadtteil in Leverkusen. Sie warten seit Mitte November auf das Protokoll zur Planwerkstatt Hittorf, zu deren Durchführung die Stadt Leverkusen im Oktober die Büros IKU und Planersozietät Stadtplanung beauftragt hatte. Das heißt, die haben eine Bürgerbeteiligungsveranstaltung gemacht. Und dass die Organisatoren längst ein Protokoll erstellt und der Stadtverwaltung übermittelt haben, bestätigte Baudezernentin Andrea Deppe den Teilnehmern in einem Schreiben, also den Bürgern hat sie das bestätigt.
Weiterleiten werde sie dieses jedoch erst, nachdem das Dokument verwaltungsintern geprüft und ergänzt und den politischen Gremien vorgestellt wurde. Die Öffentlichkeit inklusive der Teilnehmer solle erst Anfang 2014 über die Ergebnisse informiert werden. Gut, das kann man so machen. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass es so ist, wie der Städte- und Gemeindebund das in seiner Stellungnahme jetzt geschrieben hat. Vielleicht noch ein zweites Fundstück, auch vom 3. Dezember aus der Rheinischen Post. Stadtparkpläne geheim bis zur Kommunalwahl. Bürgermeister und Investor wollen die Innenstadtplanung nicht von der Politik zerreden lassen. Die Entwürfe sollen deshalb erst nach der Kommunalwahl veröffentlicht werden. Das sind zwei ziemlich gute Argumente, wie ich finde, für ein Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetz, in dem wir eben nicht mehr Informationen nur auf Antrag herausgeben müssen, sondern in dem Informationen proaktiv veröffentlicht werden, so bald und so schnell, wie es möglich ist und sie eben vorliegen. Und zu den zu klärenden Fragen gehörte für uns dann auch im Rahmen des Gesetzentwurfs, den wir erarbeitet haben, die Frage, ja, wer betreibt dieses Informationsregister? Da haben wir uns überlegt, naja, also kann das Land machen, es könnte IT-NRW machen, es könnten die Kommunen machen und dann fügt man das irgendwie auf der Landesebene wieder zusammen. Man stößt da auf verschiedene Probleme und wir haben uns jetzt letztendlich darauf geeinigt, dass das Land NRW diese Plattform betreiben soll. Das hat den charmanten Vorteil für die Kommunen, dass sie einerseits auf die Technik zurückgreifen können, die das Land zur Verfügung stellt, dass wir aber auch nicht in die Diskussion um die Konnexität und die Übergabe der Kosten kommen, denn die Kosten übernimmt dann das Land NRW. Das können wir als Bündnis natürlich so rundheraus fordern, weil wir müssen das Ganze ja auch nicht in einen Haushalt einstellen. Die Kommunen dürfen dann, die müssen ihre Daten nicht abgeben an das Land NRW, sondern sie dürfen natürlich nach bestimmten Regeln, die man sich noch ausdenken muss, die Daten spiegeln, also ihre eigenen Portale nutzen weiterhin, die es schon gibt, aber dann eben dafür sorgen, dass es beim Land NRW auch auffindbar ist. Zum zu veröffentlichenden Katalog, der ist in unserem Gesetzentwurf wie im Gesetzentwurf der Piraten eigentlich gut und umfänglich abgebildet. Ich hatte ja sowieso ihr habt das ja auch sehr offen geschrieben, dass ihr euch aus verschiedenen Quellen bedient habt. Das ist ja auch völlig in Ordnung, so war es auch gedacht. Deswegen habe ich nicht das Gefühl, dass da etwas Wichtiges fehlt. Vielleicht wird Daniel da gleich noch irgendwie sagen, falls ihm doch was fehlt. Wir sind auch nicht in allen Punkten einer Meinung. Ein Punkt, der uns immer wieder vorgehalten worden ist, ist der Punkt Geodaten. Die Frage, darf man Geodaten eigentlich veröffentlichen, denn angeblich verdienen die Kommunen mit diesen Geodaten. Es konnte uns aber gleichzeitig auch bisher jedenfalls niemand die Frage beantworten, wie viel hier von den Kommunen wirklich verdient wird, ob das im unteren oder im oberen Zehntausender-Bereich ist oder sogar mehrere Hunderttausend oder Millionen Euro, also es scheint durchaus sehr unterschiedlich zu sein und solange dies nicht geklärt ist, haben wir auch kein schlechtes Gewissen zu sagen, Geodaten gehören zu den zu veröffentlichten Daten mit dazu. Wozu auch niemand wirklich Angaben machen kann, ist der Punkt, was kostet eigentlich dieses Transparenzgesetz? Das wird ja unter anderem von den kommunalen Spitzenverbänden in der Stellungnahme auch nochmal angesprochen. Tatsächlich kann die genauen Kosten niemand abschätzen. Es liegt daran, dass vor allen Dingen auf der kommunalen Ebene natürlich Mitarbeiter geschult werden müssen, dass die IT-Infrastruktur geschaffen werden muss, dass das bei manchen Verwaltungsmitarbeitern durchaus mehr Arbeit machen könnte, sie computerfähig zu machen. Und bei den Kosten gibt es ja jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder das Land zahlt oder die Kommunen machen das im Rahmen von freiwilligen Leistungen. Das hieße aber, dass eben ein Großteil der Kommunen in NRW wahrscheinlich kein Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetz bekäme, weil einfach kein Geld mehr für freiwillige Leistungen da ist. Insofern war das für uns auch ein Grund, das Land als zahlende Instanz in diesem Fall zu wählen. Ja, vierter Punkt, und da unterscheiden wir uns, unsere Gesetzentwürfe sich wirklich noch ein bisschen.
zumal ich die Regelung im Piratenentwurf da ein bisschen unklar finde, die Frage der Übergangszeit. Wir sind gebeten worden, dringend gebeten worden, den Kommunen eine lange Übergangszeit zu gewähren. Einfach weil es in den Verwaltungsabläufen viel Mühe braucht, um dieses Verfahren, diese proaktive Veröffentlichungspflicht zu etablieren. Wir haben deswegen mittlerweile gesagt, das Land hat 3 Jahre Zeit, die Kommunen haben 6 Jahre Zeit. Es ist aber natürlich gegriffen, auch da weiß niemand genau, wie viel Zeit jetzt wirklich nötig ist. Und ich kann natürlich verstehen, dass die Piraten auch sagen, wir wollen da ein bisschen schneller machen, ein bisschen auf die Tube drücken. Darüber kann man sicherlich nochmal sprechen. Ja, kurzum, das Fazit, die Piraten haben ja jetzt geliefert mit dem Entwurf, schon länger. Wir haben noch nicht geliefert, aber wir liefern demnächst. Wir fragen uns jetzt beide einfach mal, jetzt haben wir wahrscheinlich demnächst 2 schöne Entwürfe auf den Tisch liegen und jetzt können wir uns fragen, wo bleibt eigentlich der Entwurf der Landesregierung? Aber leider ist jetzt gerade niemand hier, den wir fragen können, deswegen bin ich jetzt für meinen Teil erstmal fertig und gebe dir das Wort zurück. Ja, vielen Dank erstmal für die erste Liste. So, habe ich schon. Und ganz kurz zu dem, was wir hier von der Landesregierung erwarten dürfen, nämlich dies Jahr nichts mehr. Ist jetzt natürlich einfach gesagt, weil wir kurz vor Ende sind. Es soll wohl zum Jahresanfang eine Überraschung geben, die wird aber, ich schätze, nicht so sein, wie wir beide uns oder wir alle uns das vorstellen. Wir werden uns dann aber natürlich damit auseinandersetzen. Und erstmal haben wir natürlich hier auch dieses eine Gesetz mit noch zu besprechenden Änderungen halt im politischen Prozess. Und das wird uns auch noch eine Zeit lang ins nächste Jahr rein begleiten. Ich habe mir jetzt hier einige Notizen gemacht, möchte aber jetzt noch nicht durchgehen, sondern erstmal hier, Nico, du hattest eine Wortmeldung. Ich hatte eigentlich gedacht, den Matthias, den jetzt noch einzubinden. Jetzt ist er gerade weg und Michelle Marsching ist auch da, dankenswerterweise, und wird sich gleich auch einklinken. Ich hatte nur eine Nachfrage bezüglich des Konnexitätsgrundsatzes, der ja besagt, wenn das Land bestellt, muss es zahlen, und dass das hier kostenintensiv werden könnte, ist klar. Da würde mich dann aber mal interessieren, wie sieht das denn aus von der rechtlichen Seite, von diesem Konnexitätsprinzip? Okay, wenn etwas Kosten verursacht, muss das berücksichtigt werden, aber wenn mit der gleichen Maßnahme auch Kosten entfallen, kann man das dann gegenrechnen? Oder muss man nur im Rahmen des Konnexitätsprinzips wird nur die Kostenseite betrachtet, ohne dass man die Vorteile gegenrechnen kann? Weil es fallen ja dann auch je nachdem halt Anfragen nach IFG weg. Wie sieht das da aus? Also, Frage. Ja. Okay, dann bitteschön. Ja, ich versuche da, reicht das für den Stream? Ja, ich hoffe schon. Ich versuche da kurz drauf zu antworten, denn genau deswegen haben wir ja in so ziemlich allen Berichterstattergesprächen hier zum Haushalt dieses Jahr die Frage gestellt, wie viele Anfragen nach IFG werden eigentlich gestellt? Wir konnten das natürlich nur für die jeweiligen Ministerien und deren Fachbereiche fragen, aber da muss man sagen, so leid mir persönlich das tut, aber die Anzahl der Anfragen, zumindest die direkt an die Landesregierung gestellt werden, sind echt verschwindend gering. Ja, das muss man tatsächlich so sagen. Das gibt es im Innenministerium, ich meine 4 oder 5, ich weiß die Zahl jetzt nicht genau. Also da werden wirklich leider sehr wenig Kosten eingespart. Wobei natürlich wir nicht sagen können, dass es jetzt nicht irgendwie Dokumentationskosten oder ähnliche gibt, die man genauso gegenrechnen könnte, weil ja auch intern entsprechend dokumentiert würde, was man so dann nur nach extern geben müsste. Ja gut, 2 Sachen. Was das Land betrifft,
hilft es bei der Frage nach der Konnexität ja nicht weiter, weil es müsste ja genau, es ist genau die falsche Ebene, sondern es müsste ja geguckt werden, was es bei den Kommunen an Ersparnis bringt. Ja, und ich glaube auch, dass das für den Bürger der wesentlich interessantere Part ist, als Frage an die Landesregierung zu richten. Ich meine, das machen wir hier als Parlamentarier, aber im Alltagsleben für den Bürger ist natürlich die kommunale Ebene viel spannender. Und zu sagen, ja, hier bei der Landesregierung kommt fast nichts an, ist in meinen Augen überhaupt kein Indikator, weil es trotzdem Massen, Hunderte, Tausende von Anfragen auf kommunaler, auf Bezirksebene geben kann oder bei Regionalverbänden, die auch unter die Regelung fallen würden, was durchaus immense Kosten ersparen würde und wo man dieses Argument, das kostet ja so viel, nachhaltig entkräften könnte. Ja, du sagst gerade ganz richtig, bei den Kommunen sind die interessanten Daten und ich fand auch die beiden Papiere hier, Opladen und die andere Meldung, ganz klassische, die Kommunen müssen eingebunden werden in das Transparenzgesetz. Und das hatte ich eigentlich gedacht, wäre bisher so ein Hauptunterschied eigentlich zwischen den Entwürfen oder den Vorstellungen gewesen. Weil wir hatten von Anfang an sehr großen Wert drauf gelegt, die Kommunen halt mit einzubinden. Was jetzt in der Sache steht? Ja, kann ich gerne machen. Erstmal vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Ich glaube, die Frage nach dem, wie viel bei den Kommunen ankommt, die nehmen wir mal mit und werden den Kollegen von den kommunalen Spitzenverbänden morgen einfach mal die Frage stellen. Mal gucken, wie tief er sich damit beschäftigt hat. Ich lasse mich überraschen. Ansonsten kann ich mich, glaube ich, den meisten Gesagten anschließen. Wir sind hier nicht, weil wir uns großpolitisch streiten wollen, sondern wir sind hier, weil wir ein ähnliches Ziel haben und wir können uns jetzt über einzelne Details reden. Ich werde nicht in ein paar redaktionelle Sachen, wir haben viel Redaktionelles in der Stellungnahme geschrieben, wo es Nachbesserungsbedarf gibt. Ich glaube aber, das müssen wir jetzt hier nicht in der Breite besprechen. Ich will auch ein paar wesentliche Punkte ansprechen, wo ich glaube, dass man den Gesetzentwurf noch verbessern kann. Der erste Punkt betrifft ganz allgemein den Bereich der Verträge, der an sehr vielen verschiedenen Stellen im Gesetz geregelt ist. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass eine Landesregierung und auch eine Kommune nicht alle Verträge veröffentlichen kann. Das fängt damit an, wenn man Kekse für eine Veranstaltung kauft, dann schließe ich einen Vertrag mit dem Keksverkäufer. Diesen Vertrag kann ich nicht einen Monat vorher veröffentlichen und wenn doch, dann möchte die Kekse vermutlich, wobei die sind heutzutage lang genug haltbar, insofern passt das Beispiel nicht, aber nehmen wir Brötchen für eine Veranstaltung. Die möchte nach einem Monat keiner mehr essen. Das heißt, wir müssen Hürden einziehen, welche Verträge nicht zu veröffentlichen sind. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Hürden einzuziehen. Die eine Möglichkeit ist, ich definiere gewisse Vertragstypen, was in § 3 Ziffer 11 gemacht wird. Da wird der Vertrag der Grundversorgung definiert. Die Möglichkeit 2, die es gibt, ist, ich setze eine gewisse finanzielle Hürde, was später in dem Gesetzentwurf in § 4 Absatz 5 Ziffer 1 gemacht wird. Da wird von diesen 20.000 Euro gesprochen. Jetzt kann ich immer von der Hamburger Initiative reden. Wir haben das im Hamburger Gesetz genauso stehen. Also die Hürden sind bei uns ein bisschen anders definiert. Wir haben 100.000 drinstehen und wir haben den Begriff auch ein bisschen anders definiert. Aber ich glaube, die NRW ist klug genug, um aus Hamburg zu lernen. Und dementsprechend also sehe ich immer mal wieder Sachen im Hamburger Gesetz, wo ich sage, wenn ich das heute nochmal schreiben würde, würde ich es anders machen. Und das ist so ein Punkt, der ist damals ein Verhandlungskompromiss gewesen. Wir hatten diese Hürde von 100.000 Euro drin. Die Landtagsfraktion der SPD hatte diesen Gegenvorschlag mit, definieren wir doch Daseinsvorsorge. Am Ende hatten wir beides drin. Ich würde aus meiner heutigen Perspektive sagen, eins von beidem reicht. Warum muss ich eigentlich beide Hürden einziehen? Warum kann ich nicht sagen, wenn ein Gesetz den Schulbau betrifft oder die Beschaffung in diesem und jenem Bereich, dann ist das eine grundlegende Frage, dann brauche ich nicht mehr diese zusätzliche Hürde. Darüber hinaus gilt ein Veröffentlichungsgebot für Verträge, bei denen ein besonderes öffentliches Interesse gilt. Da sind wir uns jetzt wieder einig, der Vertrag zum Kekskauf oder für die drei Brötchen fällt da nicht drunter. Da kann man dann überlegen, ob man da einen Richtwert reinschreibt, bei Verträgen ab 100.000 Euro kann dies grundsätzlich oder 20.000 Euro kann dies grundsätzlich angenommen werden. Aber ich würde eben dazu raten, sich auf eine der beiden Einschränkungen zu fokussieren und zu sagen, wir überlegen uns entweder, wir schränken das Ganze thematisch ein, oder wir schränken das Ganze Konnex über den Preis ein. Oder man macht eine, das wäre jetzt die
etwas kompliziertere, aber wahrscheinlich zielgerichtete Lösung. Man sagt, sobald eine von den beiden Bedingungen erfüllt ist, muss der Vertrag veröffentlicht werden und nicht, wie es jetzt ist, dass man sagt, also dass man eine Oder-Formulierung macht und keine Und-Formulierung in dem Gedanke. Kurze Frage. Sollen wir jetzt, wenn wir so über Details reden, vielleicht direkt mal im Wechselspiel machen? Oder weil dann, da war eine Wortmeldung. Also ich kann auch noch gerne ein paar ganz allgemeine Sachen sagen, aber ich glaube, Allgemeinplätze werden oft genug ausgetauscht. Nee, ist okay. Nur nicht, dass wir jetzt eine Kette von 10 Punkten haben und die dann versuchen, auf der anderen Seite wieder abzuarbeiten. Ich glaube, es ist auch ganz interessant, wenn man bei einem Thema bleibt und da mal halt ein paar Meinungen zu hat. Matthias, bitte. Ja, die Formulierung, wie sie jetzt gefunden wurde, ist natürlich ein Konglomerat aus dem, was wir auch als Vorlagen entsprechend erstmal gesichtet hatten. Was ich aber zu bedenken gebe, ich bin halt auch Referent für Kommunalpolitik, sprich aber nochmal ganz speziell für Kommunalfinanzen. Was wir uns im Vorfeld überlegt haben, ist das Problem der Heterogenität der Kommunen. Unter Kommunen fallen hier in Nordrhein-Westfalen eine Stadt wie Köln, genauso wie die Gemeinde Niedecken. Irgendwie 10.000 Einwohner ist hier zu Ruhm gelangt im Rahmen einer Landesgesetzgebung, die wir hier nicht weiter erörtern möchten. Auf jeden Fall fällt das unter dieselbe Gebietskörperschaft quasi, aber hat grundsätzlich unterschiedliche Voraussetzungen. Ein Vertrag in der Kommune Köln, da brauchen wir, glaube ich, nicht über finanzielle Hürden mehr sprechen, muss aber genauso erfasst werden wie der Vertrag in der Kommune Niedecken. Für die 20.000 Euro, gerade hier im Haushaltssanierungskonzept, eine relativ große Ausgabensumme schon darstellt. Vor allem, wenn man das mal auf die Pro-Kopf-Summe dann letztendlich runterrechnet. Man muss also so viel Flexibilität im Gesetz haben, die es ermöglicht, diese beiden Kommunen, die Millionenstadt als auch die 10.000 Einwohnerkommune, unter die gleiche Gesetzgebung fallen zu lassen, ohne eine weitere Ausnahme zu definieren. Das war Hintergrund der Überlegung, ob wir das jetzt perfekt getroffen haben oder nicht, will ich jetzt hier gar nicht sagen. Ich will nur sagen, dass es leider nicht wie in Hamburg geht. Da unterscheidet man sich jetzt halt hier im Flächenland. Und die Regelung soll ja auch fürs Land gelten. Das ist halt der nächste Knackpunkt. Da an der Stelle lasse ich mich auch gerne belehren. Wer da morgen einen vernünftigen Vorschlag hat, trifft bei mir auf jeden Fall auf offene Ohren. Ich will nur darauf hinweisen, dass es nicht so ganz simpel ist, in diesem Bereich sämtliche Verträge zu erfassen mit den bisherigen Mitteln. Vielleicht. Ulrike, du hast. Oder nicht? Ja, also der Herr Lepper hat ja in seiner Stellungnahme auch was gesagt zu dieser Wertgrenze. Mhm. Und zwar hat er die Ansicht vertreten, dass er diese 20.000 Euro total aufheben würde. Das ist auf Seite 3. Genau. Und da hätte sich mir halt auch die Frage an ihn aufgedrängt, wie er dann die Regelung sich vorstellt. Denn wenn man jetzt gar kein Korrektiv mehr einfügt, wenn man also diese Wahnsinnsballung an Sachen nimmt und dann im Prinzip sagt, okay, wir wollen auch diese 20.000 Euro Grenze, wird es denn nicht uferlos? Das wäre so die Gegenfrage, die sich mir stellt. Ich suche. Okay. Er wird genau, ich kann dazu. Zwei Seiten 3 für der Kommunale. Ah, okay. Na, ich habe jetzt auch gar nicht im Gesetz nochmal geguckt. Und zwar heißt es im Gesetz, dass Verträge, die nach Maß, geht es in Paragraph 11, Verträge, die nach Maßgabe dieses Gesetzes bei Vertragsabschluss zu veröffentlichen sind. Das sind ja die Punkte, über die wir gerade reden. Also jeder kann einen Antrag nach jedem Vertrag stellen, das ist ja nicht der spannende Punkt, sondern wir reden jetzt darüber, was muss veröffentlicht werden, was muss vor allem einen Monat im Voraus veröffentlicht werden, weil das sind ja nun mal die Sachen, da muss ich strategisch länger rangehen, da muss ich planen und so weiter. Und da ist jetzt die Frage, wie schränke ich diese Gruppe von Verträgen ein? Und was ich eben eingangs sagen wollte, ist, ich muss diese Gruppe einschränken, anders funktioniert es praktisch nicht. Und da kann man sich eben überlegen, welche Hürden setze ich da ein? Und wenn man diese 20.000 Euro streichen würde, dann müsste man sämtliche Verträge, die abgedeckt sind von diesem Begriff, hier ist er, Vertrag der Grundversorgung, das sind die Verträge, die erstmal dabei abgedeckt sind. Und das ist eben der Vertrag zum Kauf von Brötchen oder Keksen oder auch der Beschaffungsvertrag für Toilettenpapier einer Justizvollzugsanstalt. Ja, wir können uns ja x-beliebige Beispiele durchdenken, die da runterfallen. Die sind hiervon erstmal nicht abgedeckt. Sondern hier geht es dann um Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung. Ich lese die Liste jetzt nicht vor, sie ist einsehbar. Aber ich glaube, das sind Verträge, in denen meistens größere Summen sind. Das macht eine Kommune, egal wie viele Einwohner sie hat, hoffentlich aber auch nicht mal kurz spontan über Nacht, sondern denkt drüber nach. Das ist ja durchaus auch so angelegt mit dieser Klausel. Das heißt, es gibt immer diese Einschränkung, es gäbe diese Einschränkung, wenn man die 20.000 Euro streicht. Mein Vorschlag, den ich jetzt
auch durchaus, gebe ich zu, in Weiterentwicklung meiner eigenen Stellungnahme daraus abgeleitet habe, ist, warum macht man nicht eigentlich diese Kopplung? Weil warum will ich diese Einschränkung auf diese Themen haben? Interessiert mich nicht auch ein Vertrag, der außerhalb dieses Themas ist und zum Beispiel eine langfristige Beschaffung, ein langfristiger Liefervertrag für Polizeiautos ist? Oder keine Ahnung, denken wir uns ein anderes x-beliebiges Beispiel aus. Bäume. Ja, stecke ich nicht drin. Okay. Habe ich mich im Detail noch nicht mit beschäftigt, mit Holz, gebe ich ganz offen zu. Aber und daraus war jetzt die Option, ob man nicht quasi sagt, wir haben jetzt quasi zwei Hürden, so muss man sich das vorstellen. Und jetzt müssen Verträge veröffentlicht werden, die über beide Hürden rüberspringen. Und jetzt ist die Frage, was mache ich mit diesen beiden Hürden? Entweder könnte man nur eine Hürde von beiden benutzen, oder man könnte diese beiden Hürden nebeneinander stellen und sagen, okay, sobald dieser Vertrag über eine dieser Hürden rüberkommt, muss er veröffentlicht werden. Und das war quasi das Plädoyer, was ich machen wollte. Ein Wort noch zu der Frage Kommunen. Ich habe versucht, mit den Grünen zusammen für Bayern einen Entwurf zu entwerfen. Den kann ich gerne nochmal zustellen. Da hat man das Problem ja nochmal in viel, viel stärkerer Form. Also die haben ja Kommunen von mehreren hundert Einwohnern bis zu München. Also die haben ja das noch. Und da hat man den Weg einer Staffelung gewählt, den ich aber für nicht praktikabel halte. Also ich halte den Weg, wie er hier ist, und ich halte auch 20.000 Euro für eine angemessene Grenze. Also dementsprechend wäre mein Plädoyer jetzt zu sagen, eins von beidem sollte reichen. Und die Frage, ob 20.000, ob das für eine Kommune zu viel ist, ich meine, für die Veröffentlichung, da kann man einfach noch 100 Euro draufsetzen für die Veröffentlichung von so einem Vertrag und dann kostet er vielleicht noch ein bisschen mehr, aber dann, also 20.000 ist ja schon eine Summe, die groß genug ist, um da jetzt noch einzukalkulieren, dass dieser Vertrag veröffentlicht werden muss. Auch bei einer Kommune, würde ich sagen. Ja, was mir jetzt so im Hinterkopf vorschwebt, was ich allerdings dann nicht weiter bewusst verfolgt habe, war die Pro-Kopf-Summe einfach auszurechnen. Weil letztendlich ist es so, genau, dass die Kommunen im Verhältnis ist. Immer Entscheidungen treffen und dass man sich auf eine Pro-Kopf-Summe, die einmal jährlich an der Einwohnerzahl eben festgesetzt wird, definiert. Aber wie gesagt, das steht jetzt auch nicht im Gesetzesentwurf, ist jetzt nur eine Alternative, wir reden da jetzt mal ganz offen drüber, was vielleicht praktikabel wäre auch für Bayern, weil es dann einfach andere Hürden gibt, so, wo dann die Relation geklärter ist. Genau, wie gesagt, das war in diesem bayerischen Entwurf, den die Grünen in den Landtag eingebracht haben, so drin. Das hatten wir damals auch auf einer Veranstaltung so als Gedanken entwickelt. Dann. Da muss man natürlich vorsichtig sein, ob die Bevölkerung linear steigt mit mit den Ausgaben. Ja, also nicht, dass man da irgendwie so einen Grenzwert, so eine Ratio festlegt und dann ist irgendwie Köln drunter, aber Niedecken drüber oder umgekehrt, ja, dass man. Du denkst schon wieder viel zu kompliziert, Stefan, glaube ich. Kann nicht, sondern man legt eine Summe in Euro fest pro Kopf und daraus errechnet sich die Grenze, ab wann ein Vertrag veröffentlicht werden muss. Du sagst also, bei 2 Euro pro Kopf, ein Vertrag, der 2 Euro pro Kopf pro Einwohner da eben wert ist, mal x die Anzahl der Einwohner, das ist die Grenze, nach der dann Verträge veröffentlicht werden sollen in der jeweiligen Kommune. Also das heißt, das hat nichts damit zu tun, wie sich die Kosten entwickeln, sondern nur damit, wie sich die Einwohnerzahl entwickelt. Und das ist ja, ja genau. Sagen wir, berechenbar. Aber das Problem ist halt, wenn Köln sehr viele Einwohner hat, dann steigt die Summe, wird halt sehr groß. Du musst halt irgendwie noch so ein Maximum legen und wieder 20.000 oder halt je nachdem sozusagen. Ja. Das wäre für Düsseldorf eine runde Million ab der Grenze, ab der dann Verträge veröffentlicht werden müssen. Ich glaube, das ist ein bisschen zu hoch. Aber okay, da haben wir jetzt einen Punkt ausgemacht, wo es. Ich würd zu den Verträgen noch einen zweiten Gedanken ergänzen, der aber, glaube ich, noch weniger strittig sein dürfte. Und zwar die Staatsverträge. Das ist ja auch weitestgehend erstmal so aus unserem Hamburger Gesetz übernommen. Auch da könnte man, glaube ich, das Ganze weiterentwickeln. Ich glaube, man könnte erstens diesen Begriff noch konkreter fassen. Zum Beispiel, indem man sagt, sämtliche Gesetze, die einer Zustimmung des Landtages bedürfen. So, dann hat man das sehr, sehr konkret umschrieben. Und ich würde zusätzlich dafür plädieren, dass für diese Verträge eben auch die Regel nach § 11 Absatz 2 gilt. Also diese einen Monat im Voraus veröffentlichen. Das ist jetzt gar nicht drin, hier steht nur, das soll berücksichtigt werden. Aber das wäre so ein zwei Gedanken, mit denen man diese Staatsverträge noch deutlich konkreter regeln könnte. Ja, also von der Abgrenzung her, ich meine eigentlich, das ist das ein...
das kann man machen, alles, wo der Landtag zustimmen muss. Grundsätzlich war das, glaube ich, auch eine der ersten Sachen, die uns hier aufgefallen sind, als wir in den Landtag kamen, dass das Verfahren, wie es bisher praktiziert wird, mit den Staatsverträgen ja so gar nicht funktioniert, okay, weil man ja komplett überfahren wird als Abgeordneter und nur noch die Hand heben darf. Das ist eigentlich dein Fachgebiet, aber du bist auch einverstanden mit dem, was wir da reingeschrieben haben, ja, mit der Erweiterung vielleicht auch. Okay, da gibt es etwa eine Ulrike. Ich das eine Anmerkung machen? Ja, also zu den Staatsverträgen wurde ja von einem anderen Sachverständigen noch bemängelt, dass im Prinzip dieser 11 Absatz 2 kompetenzrechtlich bedenklich ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es jemand von Ihnen gesagt hat oder weil er in das Wirtschaftsrecht halt eingreift, weil man quasi diese eine Bundeskompetenz berührt und sagt, die sollen halt auf 14 Monate also befristet sein. Und damit würde man sozusagen eine Bundesmaterie regeln. Das wurde uns vorgeworfen als verfassungswidrige Regelung. Daher geht es schon mal nicht. Und die andere Sache zu den Staatsverträgen war noch die, dass im Prinzip eigentlich die Regelung noch weitergefasst werden sollte, weil Bund, Länder und Länder-Länder-Vereinbarungen noch mit rein sollten. Das hatten wir in der Vorbesprechung auch schon gesagt, dass man diese Änderung möglicherweise vielleicht auch noch mit, dann, wenn man es nochmal überarbeitet, reinbringt. Ja, ursprünglich waren ja Länder-Länder-Vereinbarungen hauptsächlich gemeint. Soll ich vielleicht zu diesem Verfassungswidrigkeitsvorwurf noch was machen? Der ist uns in Hamburg auch regelmäßig begegnet, also die Formulierung ist ja von der Art her sehr ähnlich. Was man nicht machen kann, ist, man darf natürlich nicht in die Vertragsfreiheit eingreifen. Das ist Bürgerschaft, bürgerliches Gesetzbuch, darf ich nicht auf Landesebene, ist auch okay. Aber was man natürlich als Landesgesetzgeber sehr wohl machen kann, ist die Landesregierung an gewisse Sachen binden. Und das ist das, was in § 11 Absatz 2 passiert. Das ist eine Bindung für die Landesregierung. Die Landesregierung hat sich an diese Regel zu halten. Und die Landesregierung kann nun mal in Vertragsverhandlungen genauso frei verhandeln wie jeder andere auch. Insofern ist dieser Vorwurf schlicht nicht zutreffend, das muss man ganz einfach so sagen. Denn ich mache keine Einschränkung für einen Privaten, sondern die Landesregierung sagt, ihr könnt mit mir Verträge schließen, ich habe aber bitte folgende Regelung für den Vertrag. Und dann kann der Private sich überlegen, in seiner freien Entscheidung, mache ich den Vertrag oder mache ich ihn nicht. Insofern ist dieser Vorwurf schlicht falsch. Genau. Das unterstützen wir auf jeden Fall. Jetzt gab es eine Frage aus dem Stream. Das Internet redet mit uns. Unter dem Hashtag Pirast kann man ja bei Twitter Fragen stellen und unter anderem der Account Offene Kommunen NRW hat dies genutzt. Zu dem eben Gesagten schreiben Sie weniger Transparenz, also in großen Kommunen als in kleinen? Ja, natürlich nicht. Deswegen das mit der den 2 Euro pro Einwohner geht so nicht. Da wird man eine anders gestaffelte Lösung finden, um halt genau die gleiche Transparenz in allen verschiedenen Größenordnungen der Kommunen halt herzustellen. Das ist ganz klar. Jetzt muss einer zu sagen. Erstmal war das der Vorschlag eines unpolitisch denkenden Referenten. Und zum anderen möchte ich sagen, das ist eine Frage, wie man gleich definiert. Wenn man gerade einen Pro-Kopf-Euro-Vertrag definiert, dann ist das wesentlich gleicher als das eine oder andere, was man sich sonst vorstellen kann. Aber wir haben ihn ja nicht in dem Gesetzesentwurf stehen, sondern wir haben hier gerade ganz offen über Alternativen diskutiert und das Für und Wider abgewogen, nicht mehr und nicht weniger. Gut, vielleicht noch eine andere Frage aus dem Internet, die ich einfach so weitergebe von Simone. Was sagt ihr zur Kritik an unserem Gesetz durch den Informationsfreiheitsbeauftragten? Die Frage geht an euch. Ja, also zum einen wollten wir, wie gesagt, nicht die Anhörung jetzt hier vorwegnehmen, aber da möchte jemand eine unpolitische Antwort geben. Herr Bock, bitte. Eine unpolitische Antwort ist, die Stellungnahme las sich so oder liest sich so, sie ist ja im Netz frei abrufbar an der Stelle, dass der Landesbeauftragte für Datenschutz erstmal darauf hingewiesen wird, dass es gut ist, dass jetzt was zum Thema Transparenz gemacht wird in Nordrhein-Westfalen. Er hat da irgendwie zuletzt nicht mehr so viel von gehört und hat gesagt, dass er prinzipiell mit dem Anliegen einhergeht, allerdings er sich eine andere Ausgestaltung wünscht, was durchaus nachvollziehbar ist. Er hat mit seinen Kollegen allerdings auch, das darf ja festgehalten werden, auf der Konferenz der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit in, ich glaube, Erfurt war es, festgehalten, dass ein Transparenzgesetz auch in den Ländern dringend notwendig wäre und er sich das dementsprechend auch wünscht. Die Kritik im Einzelnen
wie die Ausgestaltung zu erfolgen hat, die kann ja durchaus morgen vorgetragen werden und wir sind durchaus offen für Punkte, die da wichtig sind. Doch, wir dürfen das sagen, wir sind ja nicht bei der CDU. Deshalb sind wir gespannt, wie Herr Lepper das dann morgen vortragen wird. Genau, Michel, du wolltest da auch noch einen Beitrag leisten. Ja, ich kann eigentlich nur einhaken, weil das genau das ist, was ich jetzt als politisches Statement abgeben wollte. Der Herr Lepper hat in seinem Statement, er sieht das ja durchaus positiv, dass wir diese Entwicklung machen, dass wir dieses Transparenzgesetz hier eingebracht haben. Er will ja teilweise sogar weitergehende Regelungen, als wir sie getroffen haben. Er sagt zum Beispiel, diese Grenze von 20.000 Euro, die versteht er nicht, die würde er am liebsten weghaben, damit alles veröffentlicht wird, haben wir ja gerade schon drüber geredet. Im Grunde genommen ist es so, und jetzt muss ich tatsächlich die politisch-diplomatische Antwort geben, dass wir natürlich über jede Kritik auch dankbar sind, über jede Kritik ja auch hier diskutieren und dementsprechend uns morgen anhören, was Herr Lepper zu sagen hat. Und ich glaube, dass er auch, wenn ich mir die Stellungnahme so angucke, er hat den einen oder anderen Punkt, wo wir durchaus noch mal ran müssen, wo wir diskutieren müssen. Und ich glaube, er hat an ein, zwei Stellen auch einfach Recht will ich nicht sagen, es geht nicht um Recht und Unrecht, aber sagen wir mal, eine gute Lösung, wo man tatsächlich sagt, okay, das können wir auch übernehmen, da können wir auch noch mal rangehen. Okay, danke. Jetzt... Soll ich noch ein bisschen weitermachen? Wer hat... Ulrike, noch eine Anmerkung? Geht das jetzt nicht? Also der Lepper hat sich ja im Prinzip dafür ausgesprochen, das IFG weiterzuentwickeln und kein Transparenzgesetz zu machen. Er hat aber an zwei Stellen ganz klar gesagt, dass er wesentlich weiter regeln würde, als wir das zum Beispiel gemacht haben. Und das könnte man sich dann ja auch nochmal überlegen, ob man es mit dem Änderungsantrag dann auch nochmal da einbringt. Also ich glaube, es geht hier so ein bisschen auch als Zeichen. Ja. Es geht ja um eine Revolution und nicht um eine Evolution. Man ist halt unglaublich jetzt, dass IFG NRW da die beste Grundlage ist, weil wir haben halt auch so ein paar Punkte im Gesetzesentwurf, die ganzen Begriffsbeschreibungen und lange Aufzählungen und so weiter. Ich weiß nicht, ob man dann eine Reform oder eine Neuschreibung des Gesetzes, dann kann man auch gleich ein neues Gesetz machen. Also ich weiß nicht, was schöner wäre aus gesetzgeberischer Sicht, aber als Signal auch ist es natürlich auch von Bedeutung, wenn man ein Transparenzgesetz verabschiedet. Ja, vielleicht braucht es noch einfach eine Zeit, sich an das Wort zu gewöhnen, weil das im Moment heißt es ja auch der Datenschutzbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit und vielleicht kann man sich das noch nicht so vorstellen, dass das dann irgendwie... Also bitte nicht ändern, weil sonst müssen die ganzen Schilder geändert werden, genau. Und so und die Domains. Das war tatsächlich ein Wunsch des hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, dass man doch bitte nicht durch solche Sachen gelähmt werden möchte. Ja, das sind manchmal die Kleinigkeiten, die wichtig sind. Aber dann bitte kommen wir zum weiteren Punkt. Okay, ja. Genau, ansonsten Fragen, wenn Fragen sind, können wir da gerne nochmal einhaken. Der Punkt Kommunen ist jetzt so ein bisschen angesprochen worden. Ich glaube, man kann Kommunen mehr zutrauen, als sie sich selber zutrauen. Ich bin da durchaus optimistisch, dass die das auch in kürzeren Zeiträumen schaffen. Und bisher hat noch jede Stelle gesagt, dass sie mehr Zeit braucht und mehr Geld braucht und grundsätzlich sowieso voll arm dran ist. Das ist leider, gehört das so ein bisschen zum guten Ton, ich glaube, aber wenn man sich anguckt, was für ein Schritt nach vorne das ist in der gesamten Struktur der Verwaltung, dann ist der eigentlich überfällig. Also das ist, glaube ich, das, was man sich klar machen muss. Wir denken hier eigentlich nicht die Revolution, sondern eigentlich vollziehen wir die Evolution nach. So rum, um in diesem Sprech zu bleiben, könnte man den Vergleich vielleicht mit Großbritannien oder auch manch anderen ziehen. Also das, was in anderen Gegenden durchaus Standard ist, soll jetzt hier langsam mal Einzug erhalten. Insofern, ja? Wo du gerade Großbritannien sagst, Entschuldigung, dass ich dir so ins Wort falle, bin ich hier gerade vom Kollegen Grumpy darauf aufmerksam gemacht worden, dass offene Kommune NRW zu dem Thema Einsparungen durch Open Data gerade noch gesagt hat, dass da die verwaltungsinternen Prozesse einfach verbessert wurden und dementsprechend da Open Data refinanziert ist. Das ist eben auch tatsächlich ein gutes Beispiel. Wir können nur, um das nochmal zu sagen, für NRW nicht klar sagen, jawohl, dass... Das wird, Nico, das wird so und so viel kosten und wir werden so und so viel einsparen. Also das war ja deine Frage. Können wir sagen, dass sich das refinanziert? Nein, können wir nicht. Aber wir gehen davon aus, dass wir eine Menge Geld sparen würden dadurch. Oder die Kommunen, wir nicht, aber die Kommunen. Ja.
Ich glaube, das es gibt auch ausreichend Aussagen immer wieder, dass es halt nichts kostet. Also überall, auch in Brandenburg wurde ja was, ein Gesetzesvorschlag gemacht, wo auch in der Argumentation drin stand, dass es sich kostenneutral verhalten wird. Aber gibt es da vielleicht schon Erfahrungen aus Hamburg eigentlich im Moment? Ich kann ein paar Zahlen aus Hamburg dazu verraten. Also sind auch kein Geheimnis mehr, so ist das nicht. Es gibt eine halbjährliche Berichtspflicht der Landesregierung gegenüber dem Parlament, was selbstverständlich ja noch wieder öffentlich ist, aber formaler Adressat des Ganzen ist erstmal die hamburgische Bürgerschaft. Das Ganze wird in einer Einrichtung ungefähr 5 Millionen, ich runde das Ganze jetzt, wer möchte, kann das in der Drucksache nachlesen, sind ungefähr 5 Millionen für die Einrichtung, die das Ganze kostet und ungefähr 1,2 Millionen im jährlichen Betrieb, die das Ganze kostet. Man geht davon aus, dass die Kosten ein bisschen steigern, der Datenbestand steigt, das ist schon richtig. Dafür hoffe ich, dass der Anteil der Schulungen, der jetzt in diesem Anfangsbetrag drin ist, der fällt natürlich dann mittelfristig weg. Das sind jetzt zu Beginn ein großer Schulungsbedarf. Aber auch zum Beispiel Gehälter von regulären Mitarbeitern, die jetzt in dieser Projektgruppe drin sind, sind da schon mit reingerechnet. Also das ist schon eine sehr, sehr ehrliche Rechnung. Und ich weiß nicht, das sind dann 70 Cent pro Hamburger, die das Ganze im Jahr kostet. Ich weiß nicht, wie lange wir da sparen müssten, bis wir eine Elbphilharmonie zusammen hätten. Aber es wird etwas dauern. Insofern finde ich, darf man solche Projekte auch mal in Relation setzen und sich fragen, was für Projekte werden wie nebenbei beschlossen. Eine Anmerkung dazu noch, als das Land Hamburg das Informationsfreiheitsgesetz 2009 überarbeitet hat, stand unter der Kostenschätzung übrigens nur der gedenkwürdige Satz, die Mehrkosten können nicht genauer beziffert werden. Das war 1:1 so in diesem Gesetz drinstehen, den haben wir 1:1 so in unsere Initiative übernommen und sind dafür massiv kritisiert worden, dass man sowas doch nicht einfach machen könne. Ich werde mir heute Abend nochmal die Begründung vom IFG NRW angucken. Ich hoffe, dass da stand mit Sicherheit auch irgendwie sowas drin. Auch damals haben viele Menschen vor den Kosten gespart und davon, dass die Verwaltung gelähmt wird. Und gelähmt, ja, nicht gelenkt. gelenkt wird sie hoffentlich von anderen Sachen. Trotzdem muss man feststellen, das ist schlicht alles nicht so eingetreten. Und ich glaube auch hier, das wird die Verwaltung weder auffressen, noch wird es sie lähmen. Ja, ganz kurz dazu auch noch Kosten. Auch die Kommunen, die haben ja gesagt, dass es halt wahnsinnig viel Geld kostet. Ich habe aber eben auch in der Stellungnahme gehört, dass die Kommunen ja sagen, sie sind schon so transparent und sie machen schon viel. Also das muss man ja dann nur in einen anderen Kanal lenken, was sie schon alles machen. Also die Kosten können sie anscheinend aufbringen von dem, was sie schon alles machen. Also ich sehe das halt auch als Basis von Verwaltungsmodernisierung. Ich meine, die ganze Transparenz und die ganze Veröffentlichung von Dokumenten und auch Dokumentenmanagement, Archivierung und so weiter, das muss sowieso kommen. Das ist einfach der Schritt ins digitale Zeitalter. Und wenn der jetzt durch so ein Transparenzgesetz kommt, dann kann man die ganzen Kosten aber auch nicht auf diese Transparenz schieben, sondern muss sie halt auch einfach auf eine Umstellung aufs Digitale schieben. Also es gibt ja nach wie vor Behörden, die immer noch mit papierbasierten Akten arbeiten, dass man zum Beispiel dafür Mitarbeiter schulen muss, dass sie jetzt mit digitalen Akten arbeiten, kann man sich eben überlegen, inwiefern ist das jetzt eine Folge des Transparenzgesetzes oder einfach ein natürlicher Prozess. Wir können uns das jetzt noch. Ich wollte nur sagen, ich muss euch jetzt leider verlassen, ihr habt aber meine Rückendeckung, wenn wir jetzt den Kommunen sozusagen zum aufrechten digitalen Gang verhelfen, ja, dann ist das, glaube ich, im Interesse aller. Und ja, ich bin auf die morgige Anhörung gespannt und dann werden wir uns jetzt nochmal alle Argumente in Ruhe zu Gemüte führen. Vielen Dank für euer Engagement. Bitte, Michelle. Ich wollte noch kurz hinzufügen, das Internet hat sich nochmal gemeldet. Zu den Kosten in den Kommunen gibt es offensichtlich auf der Seite DataGov UK, dank nochmal an offene Kommune NRW, entsprechende Zahlen, die es zumindest für Großbritannien ein wenig ausführen. Für die es interessiert, da gibt es einen genaueren Blick. Ich habe das mal retweetet. An der Stelle kann man sich ja für morgen da auch nochmal kurz ein paar Sachen rausziehen, falls das zur Sprache kommen sollte. Ja, danke dafür. Michelle, du hattest auch noch eine Anmerkung. Ja, ich wollte schon wieder irgendwo anknüpfen, nämlich bei der Schulung der Mitarbeiter. Es ist ja nun mal so, dass ja jetzt schon viele Kommunen viele Daten veröffentlichen, nur eben nicht nach einem tatsächlichen Schema, das für die Kommunen, für alle Kommunen gleich ist. Und es ist ja jetzt schon so, dass viele Kommunen, und das haben wir auch bei sonstigen Gesprächen über das Transparenzgesetz
immer wieder gehört, dass die Kommunen sagen, wir haben die Daten schon vorliegen, wir haben unser System, wir wollen halt jetzt, das sind eben die Mehrkosten, das wäre eben die Schulung, die auf die Kommunen zukommen. Wir wollen nach unserem System veröffentlichen, da sind wir jetzt eingearbeitet. Und die Schulungsmaßnahme wäre tatsächlich zu sagen, okay, die Daten habt ihr, aber veröffentlicht sie doch bitte, damit sie leicht auffindbar sind für jeden, damit es ein Suchmuster, ein Suchraster gibt, nach dem alle suchen können, veröffentlicht sie doch bitte nach einem Standard. Das ist noch eine kleine zusätzliche Schulung sozusagen, weil den Rest habt ihr ja sowieso schon und ihr habt es schon digitalisiert und ihr müsst es eigentlich nur noch in einer anderen Form veröffentlichen. Vielleicht einen kurzen Punkt dazu, also dass das, was in Hamburg ins Informationsregister passiert, sind eben auch größtenteils Sachen, die bisher schon veröffentlicht wurden. Und das wird hier nicht anders sein. Es gibt in Hamburg, wenn ich die Zahl gerade richtig im Kopf habe, 57 identifizierte Zulieferungssysteme. Ja, das sind Systeme, nach denen bis jetzt irgendwelche Sachen veröffentlicht wurden. Fängt mit den Drucksachen für die Bürgerschaft und für die Bezirksparlamente an und hört mit dem Baumkataster auf. Das sind einfach Sachen, die teilweise jetzt schon irgendwo verfügbar waren. Die werden einfach jetzt alle in diesem Register zusammengeführt. Und dafür muss ich gar nicht in der dezentrale Großschulung machen, sondern muss ich einfach mal einer IT-Abteilung hinsetzen und sagen, okay, wir identifizieren die, wir organisieren das, dass die hier automatisch eingebunden werden. Und dann ist das im Grunde auch schon die Arbeit, die gemacht werden muss. Da würde ich gerne mich auch nochmal einhaken. Das passt zu dem Thema Plattform. Wo wird die Plattform aufgebaut? Land NRW kann die Plattform stellen. Wir haben, das erinnerte mich an den Antrag hier zum OpenGov-Antrag, den Antrag, den wir hier gerade eingebracht hatten, dass halt das Land die Struktur entwickelt, nach der sich die Kommunen halt richten sollen. Jetzt war hier konkret vorgeschlagen, das Land NRW stellt die Plattform bereit. Herr Bock, sind Sie mit diesem Vorschlag einverstanden? Wo sehen Sie da Probleme? Ja, Gruß an Herrn Düngel an der Stelle. Ja, die interessante Sache ist, die wurde jetzt gerade angesprochen, wer stellt in welcher Art und Weise die Plattform? GovData heißt es hier in Deutschland, hat jetzt gerade die Variante auf CCAN und Liferay basierend zur Verfügung gestellt. Das ist ja eine relativ neue Töne, die da angeschlagen werden. Darüber hinaus gibt es schon in den Kommunen entsprechende Anstrengungen, aber an der Stelle wäre es jetzt interessant, mal von euch zu hören, was technisch da sinnvoll wäre. Wir haben das gehört mit der dezentralen Variante, wir haben das angesprochen. Klar muss aber auch sein, welche Standardschnittstellen es gibt und nach welchen Formaten die ganze Sache eingestellt und abgerufen werden können. Also ich denke, da wäre jetzt mal interessant, die Meinung zu hören. Und da haben wir ja jemanden. GovData nutzt CCAN. Das Problem bei CCAN ist, es ist ein Datenportal. Ja, es ist kein Dokumentenportal. Und wir sprechen hier Großteil über Dokumente. Und man kann das Datenportal, da kann man auch PDFs hochladen oder so, aber das ist eigentlich so nicht gedacht initial. Vielleicht lässt ihr noch irgendwas andocken. Ich bin da nicht ganz so frohe Hoffnung. Aber wo ich frohe Hoffnung bin, ist zum Beispiel bei der OPAL-Initiative von Offenes Köln zur Standardisierung von Ratsinformationsschnittstellen. Und da liegt so ein bisschen die Zukunft. Ja? Also ich meine, meinetwegen können die da alle so ein bisschen ihr Homebrew-System haben, solange es halt eine standardisierte Schnittstelle gibt, mit der man die Informationen abrufen kann über das Internet. Und diese standardisierte Schnittstelle, dann dauert es halt nicht mehr lange. Und wenn die nämlich da ist, dann kann man halt den Rest, alles was drin ist, absaugen zu irgendeiner zentralen Stelle, zu dem Informationsregister. Und so kann ich mir vorstellen, dass das funktionieren könnte. Das muss dann auch nicht unglaublich teuer sein. Diese OPAL-Initiative ist quasi auch total Grassroots. Ja, das ist von unten gekommen. Da haben sich Aktivisten rund um Offenes Köln oder anderen offenes Ruhrgebiet zusammengefunden, zusammen mit den RIS-Herstellern sogar. Ja, die Hersteller waren selber an einer Standardisierung interessiert, weil das für sie halt auch interessant ist, damit zu werben, zu sagen, ja, wir haben hier die Standardschnittstelle, jetzt können wir euch irgendwie mehr Service bieten oder ne, die App kann schneller von irgendwelchen freien Entwicklern auf dem Markt gebaut werden, wenn ihr uns nehmt. Und also die haben sich dafür auch interessiert und da sitzen auch alle großen RIS-Anbieter am Tisch. Und was Ähnliches kann ich mir halt auch vorstellen für die anderen Systeme zur Veröffentlichung, die es gerade gibt. Also nur zur Verdeutlichung, die RIS-Anbieter, die unterstützen das.
Ja. Das ist ja der wichtige Knackpunkt. Ja. Vitaco und die anderen Dienstleister, die ich jetzt gerade nicht im Kopf habe, die ich natürlich alle nennen werde, weil ich jetzt keinen bevorzugen möchte, sitzen alle mit am Tisch und unterstützen das ebenfalls. Ich habe deshalb nur nachgefragt, weil die SPD zuletzt hier noch im Landtag im Plenum gesagt hat, Standards für Kommunen, das sehe die SPD nicht für notwendig für Open Data als auch Open Government, deshalb spreche ich das hier nochmal gesondert an. Ich möchte darauf hinweisen, dass in welcher Form das auch immer geschieht, bin ja auch mit bei der Aktivistengruppe dabei, unterstütze das voll und ganz. Es sollte nur klar sein, dass wir wirklich Standards brauchen, ob die jetzt durch eine einheitliche Basis in Form einer Plattform ist oder ob das Metadaten sind, die Schnittstellen, die irgendwie festgehalten werden, das mir und uns wahrscheinlich auch nicht so wichtig, sondern nur, dass es geschieht wirklich. Ja, genau. Also wie gesagt, in Hamburg macht man größtenteils auch den Weg über Zuliefersysteme. Ob das jetzt sinnvoll ist, dass die Bezirke in Hamburg ein anderes Riss haben als die Landesebene oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Das ist so, aber trotzdem gibt es eben für beide ein Zuliefersystem und beide werden dementsprechend dann im Informationsregister abgebildet werden. So hat es uns zumindest versprochen worden, sagen wir es so. Und ich gehe davon aus, dass sie es einhalten. Ansonsten wird man eben das mit diesen ganzen sehr, sehr vielen Zuliefersystemen haben und die Unterscheidung zwischen Daten und Informationen, das ist schon was am Ende in diesem Informationsregister passieren muss. Und es wird weiterhin nach aktueller Planung auch quasi zwei Plattformen geben. Einmal Plattformen, über die ich Live-Daten und so weiter abrufen kann und dann einmal eine eher dokumentenbasierte Plattform, auf der eben dann Drucksachen aus dem Landtag, Verträge, Gutachten und so weiter abrufbar sind. Das sind ja doch ganz andere Anforderungen, an solche Daten habe oder an solche Informationen. Trotzdem wird es beides über eine einheitliche Website abrufbar sein. Es ist noch nicht 100% sicher, ob dann vielleicht für den Live-Datenabruf eine zweite Seite eingebunden werden muss oder ob es dafür dann einen Link gibt. Das sind so kleine Details, an denen man noch ein bisschen gucken muss. Aber die Leute, die Apps entwickeln, ich glaube, die sind in der Zweifelsfall auch in der Lage, auf einen Link zu klicken. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Insofern wichtig ist erstmal, dass es diese eine Seite gibt und das ist durchaus möglich, auf dieser einen Seite beides zusammenzuführen. Ja, danke für den Punkt. Jetzt, wie wollen wir weitermachen? Ich habe hier zum Beispiel den Punkt Geodaten. Das war eben auch so ein bisschen offen geblieben, ob die Kommunen, also wer Geld damit verdient, ob damit Geld verdient wird und so weiter. Ich denke, oder habe den Eindruck, dass da vielleicht ein Verständnisproblem zum Beispiel auch bei den Kommunen ist, weil natürlich gibt es Daten mit Geodaten, mit denen die Geld verdienen, die Katasterauszüge, die amtlichen zum Beispiel. Ich finde das auch durchaus sinnvoll, damit Geld zu verdienen oder das als Einnahmequelle nicht nur den Kommunen zu lassen, sondern das ist einfach, sie machen ja einen amtlichen Stempel da drauf. Und dann dadurch kriegt das den Wert. Trotzdem kann ich die gleichen Daten frei abgeben. Weil der Anwender, der kann ja entscheiden, der kann irgendwelche Apps bauen, der kann irgendwelche Karten da erstellen, ohne den amtlichen Stempel. Hat das einen anderen Wert? Hat das für den Nutzer vielleicht einen Wert für seine Anwendung? Aber er braucht, wenn er halt einen Bauantrag macht oder so, dann braucht er den amtlichen Stempel. Das heißt, dafür muss er Open Data hin oder her der Stadt halt das Geld bezahlen. Also mit den gleichen Daten kann man, obwohl sie offen sind, trotzdem Geld verdienen. Insofern, ich weiß nicht, ob diese einfache, für mich ist das einfach logisch, dass man auch mit freien Daten Geld verdienen kann, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es in manchen Städten noch nicht so richtig angekommen ist. Naja, man verdient ja in dem Moment nicht mehr mit den Daten Geld, sondern damit, dass man Leute zwingt, für Bauanträge Geld zu zahlen. Also, ja, also dieses Service-Level-Agreement-Konzept sozusagen. Ne? Also genau. Ich stelle das so frei zur Verfügung, aber wenn du darauf angewiesen bist, dass es richtig ist und dass es halt amtlich ist, dann eine Gebühr zu erheben, Modell, das ich total unterstützen möchte. Also wir haben jetzt hier offenbar auch irgendwas vorliegen seit heute oder so. Ich habe es noch nicht gelesen. Da stehen irgendwelche Kosten drin, wie viel das kostet. Also was man halt weiß vom Bund oder aus dem Land Berlin, das ist nicht so viel. Ne? Also für den Bund sind das halt, ist das ein Tropfen zum Bundeshaushalt natürlich. Und auch in Berlin hält sich das so in Grenzen, dass sie da jetzt auch die Kosten auf null gesenkt haben.
Für den Bund haben sie das jetzt ja quasi auch gemacht. Also auf Bundesebene und Berlin funktioniert es halt, da keine Gebühren mehr zu erheben. Jedenfalls nicht mehr als die Grenzkosten. Ich kann ganz kurze Erklärung, worüber reden wir hier gerade? Vielleicht. Über Geodaten. Also Nee, von dem Papier. Da liegt eine Vorlage vor, die ist heute gekommen. Genau, es gibt die Vorlage, Bericht nach § 15 des Geodatenzugangsgesetzes, wen es interessiert. Drucksache 16/14/59. Jetzt können alle sich das Ganze in Ruhe zu Hause durchlesen. Ist einiges an Papier. In Hamburg reden wir von ungefähr 700.000 Euro jährlich entgangene Einnahmen des Landes. So. Ja, da muss man auch mal sagen, das ist kein Pappenstiel. So, das ist eine Summe, die muss man auch in auch eine relativ reiche Stadt wie Hamburg hat bei ihrer eingeschränkten Finanzlage, die sie sich meiner Meinung nach selber verschuldet hat, aber das ist eine andere Debatte, an dieser Summe durchaus zu knabbern. So, also das muss man einfach festhalten. Wir reden hier schon über einen nicht unerheblichen Betrag. Trotzdem ist es natürlich wieder genau diese Situation, die ich vorhin angesprochen habe. Alle jammern darüber, wie viel denn wegfällt. In Hamburg hat man auch ein gutes Jahr nach Beschluss des Gesetzes erst rausgefunden, um wie viel es eigentlich wirklich geht. Also das zeigt, dass das nicht eine zentrale Einnahmequelle ist, sondern das läuft unter ferner Liefen. Gleiches gilt ja auch für die Gebühren für IFG-Anträge. Also da wird ja auch immer gesagt, wir können das nicht kostenlos machen, wir müssen ja unsere Kosten decken. Und dann fragt man, wie viel Geld die denn eingenommen haben und dann sagt manche Behörde eine zweistellige Summe und man denkt sich so, ah, und damit deckt ihr eure Kosten, okay. Also der Fall in Berlin war dann tatsächlich, da wurde ein Datensatz zur Verfügung gestellt. Ich glaube, es ging halt um sehr detaillierte, wie die Stadt komplett aussieht mit irgendwie allen Wassertunneln und was auch immer. Und das wurde zu einem sehr hohen Preis angeboten, den genauen weiß ich jetzt nicht mehr. Und es wurde auch einmal gekauft und zwar von den eigenen Wasserwerken. Also da lief halt das Geld von der einen Tasche in die andere und dann sind die Kosten ja immens. Ja, das können wir nicht aufgeben, aber letztlich landet es dann doch irgendwie, vielleicht geht noch irgendwo was verloren in der Mitte, aber da muss man halt auch gucken, wer zahlt denn dafür? Und das sind dann tatsächlich teilweise halt auch die stadteigenen Betriebe, die auf diese Sachen angewiesen sind. Okay. Also nur zur Kenntnis, das IFG ist hier evaluiert worden und dabei ist in dem Bericht eben aufgetaucht, dass die meisten Anfragen hier kostenfrei beantwortet wurden. Nicht alle, vereinzelt waren da welche dabei, aber wollen jetzt auch hier nichts beschreien, was tatsächlich nicht der Fall ist. Die Anfragen, die an die Landesregierung gingen, also an die Ministerien hier im Land, die wurden in weiten Teilen kostenfrei für die Antragsteller beantwortet. Also ich betreibe ja dieses Portal fragdenstaat.de, da habe ich immer so eine kleine Mini-Statistik, quasi wie die Anfragen laufen und in NRW, also das Portal läuft seit, schlag mich tot, Mai 2012, glaube ich, für NRW auch und da haben wir jetzt irgendwie 243 Anfragen und davon wurden bei 12 Anfragen Gebühren erhoben. Und genau, also das ist ungefähr die Dimension, das ist auch in Einklang mit anderen Bundesländern oder dem Bund. Viele Anfragen, da ist der Informationsaufwand so gering, da Gebühren zu erheben, kostet halt mehr, als sie tatsächlich abzurechnen. Naja, plus als zweiter Punkt kommt dann eben dazu, dass aber trotzdem so eine Grund, wenn erstmal drinsteht im Gesetz bis zu 500 Euro, dann denkt man als Mensch, der vielleicht gar nicht so tief mit diesem Thema zu tun hat, der solche Statistiken häufig nicht kennt, sitzt man erstmal da und sagt sich, kann ich nicht. So, und das ist, glaube ich, was man dabei, also wofür ich appellieren möchte, dass man das dabei trotzdem im Kopf behält. Wollen wir mit weiteren Punkten einfach weitermachen? Genau, das Gut. wollte ich jetzt mal vorschlagen. Dann da war doch noch was auf der Liste. Das ein bisschen was, aus, ich wollte gerade sagen, so ein paar Punkte habe ich hier noch. Genau, der Übergangsteil für die Kommune, wir haben jetzt schon darüber diskutiert, wie lange muss man den Zeit geben, was muss man machen. Ich möchte dafür appellieren, dass in § 24 Absatz 4 das auf jeden Fall differenziert wird. Da steht jetzt, ich zitiere, hinsichtlich der Kommunen wird sein Inkrafttreten, also das Inkrafttreten des Gesetzes, um 2 Jahre hinausgeschoben. Das bedeutet nach meiner Lesart auch für Anträge. Und da möchte ich eben dafür appellieren, das auf jeden Fall zu differenzieren. Denn ich glaube, Anträge bearbeiten, wenn eine kommunale Verwaltung dazu nicht in der Lage ist, dann muss man die kommunale Verwaltung hinterfragen und nicht mehr das Gesetz. Also was ich damit sagen möchte, ist, für Anträge sollte dies sofort gelten, sollte dies differenzieren. Wenn man eine solche Regelung wählt, sollte man das differenzieren und sagen, bezüglich der Regelung in § XYZ, einmal die Veröffentlichung aufzählen, gilt dies
hinausgeschoben. Nachdem, so wie ich das lese, könnte ich 2 Jahre lang keine Anträge an Kommunen stellen. Also möchte ich mich total anschließen. Also ich denke immer halt so ein bisschen aus Anwendersicht, weil ich kriege die ganze Zeit irgendwelche Leute auf die Plattform, die wollen halt Anfragen stellen. Und denen jetzt zu erklären, ja, die Landesregierung, die kannst du nach dem Gesetz anfragen, aber die Kommunen nur nach dem Gesetz, das kriege ich nicht vermittelt. Da muss ich auch die ganze Plattform wieder umbauen. Ja, dann muss ich die Kommunen quasi in eine eigene Jurisdiktion setzen, die ein anderes Gesetz haben. Also das muss ja alles nicht sein. Es wäre halt schon praktischer, wenn das Antragsverfahren für alle das gleiche wäre, weil gerade nur die Veröffentlichungspflicht, das ist ja das, wovor die Kommunen offenbar so ein bisschen Angst haben. Wo wolltest du eine Anmerkung? Ja, also der Antrag unterscheidet sich ja nicht wesentlich von dem IFG. Das war so die Überlegung. Und die Überlegung war halt die, wenn man es sofort überall in Kraft setzt, dann sind die Kommunen natürlich total überfordert, weil sie mit der Masse der Anfragen und der sofortig sich anschließenden Veröffentlichungspflichten, die dann ja entstehen, nicht klarkommen. Und dann haben wir überlegt, dann machen wir eine Übergangsregelung und sagen, wir schieben die Geltung des Gesetzes in Gänze auf und damit bleibt die Rechtslage in den Kommunen, wo es nicht gilt, wie nach IFG sozusagen. Ich meine, ich habe gar nicht daran gedacht, dass man jetzt dieses Antragsverfahren nach dem Transparenzgesetz machen könnte. Aber man kann ja, dieser Antrag nach Transparenzgesetz ist bei uns ja zweigleisig ausgestaltet. Entweder nur durch das Register oder eben durch so quasi Antrag bei der Behörde. Aber wenn diese Kommunen das Register gerade noch nicht eingerichtet haben, dann können die Leute ja nicht nachgucken, weil sind sie auf den Antrag beschränkt und damit stehen sie eigentlich nicht schlechter, als wenn sie das IFG haben. Also so oder sehe ich das nicht? Dem würde ich widersprechen. Also auch beim Antragsverfahren ist das Gesetz deutlich besser als das bestehende IFG, in dem es zum Beispiel Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse klar definiert. Eine Definition hätte gereicht an der Stelle angemerkt, aber das ist definitiv eine Besserstellung und auch an einigen anderen Stellen. Und nicht natürliche Personen können überhaupt anfragen, also das gab es ja irgendwie vorher auch nicht. Genau, also das sind schon so Sachen, gerade Bürgerinitiativen in Kommunen können jetzt als Bürgerinitiative eine Anfrage schreiben. Das sind schon so ein paar Verbesserungen. Das ist nicht die große Revolution, die ist der zweite Schritt, darin sind wir uns, glaube ich, einig. Aber trotzdem zu sagen, wir machen erstmal ein einheitliches Gesetz und wie gesagt, nach meiner Lesart würde das bedeuten, dass das alte Gesetz, die vor dem gestellten, also ich... Das ist komplett aufgeschoben, ist erstmal. Ja, okay, aber ich habe die überhaupt eine Klausel drin, die fehlt mir gerade, habt ihr überhaupt eine Klausel drin, dass das alte Gesetz außer Kraft tritt? Ja. Okay. Also hinten, ganz am hinten. Ende, das sind diese, oder? Werden. Ja, genau. Und da steht, Gesprochen haben wir. Ah, okay, jetzt kann ich das noch ein bisschen detaillierter kritisieren. Aber dann wäre ja vielleicht diesem Begehren, also ich werde ja eh noch Änderungen machen dafür, dann könnte man es ja insofern aufnehmen, als man schreibt, für die Kommunen, in denen die Geltung des Gesetzes aufgeschoben ist, richtet sich die Antragstellung nach IFG plus nach den erweiterten Voraussetzungen, die das Transparenzgesetz aufstellt, sofern die umsetzbar sind oder irgendwie so. Widerspruch. Ja, okay. Also erstmal möchte ich nur kurz noch einhaken, es ging damit los, dass jetzt, wo die Kommunen das Transparenzgesetz ist verabschiedet und dann kriegen die Kommunen diese Masse von Anfragen, davon kann man erstmal auch überhaupt nicht ausgehen. Ja, also, das wird genauso weiterlaufen wie vorher, die Bürger müssen sich halt auch erstmal langsam an ihr neues Recht gewöhnen, die Anfragen, die sowieso immer gestellt werden, haben halt dann einfach bessere Bedingungen. Das einzige Problem ist halt tatsächlich diese Veröffentlichung der Anfragen in einem Portal, das es dann noch nicht gibt, aber das kann man ja, wenn man das aufschiebt, ist, glaube ich, der beste Weg. Das war ja der Hauptgedanke dieser Regelung. Dadurch ist sie entstanden, um halt tatsächlich diese 2 Jahre Luft zu haben, um nicht diese riesige Diskussion zu haben. Wir können auch nicht das gesamte Land und alle Kommunen, aber wir sind das größte Bundesland und so weiter, das ist also ein massiver Block an Problemen. Und deswegen halt diese gestückelte Vorgehensweise. Aber genau dafür eben der Vorschlag zu sagen, diese Regelung, genau, diese aufschiebende Regelung hinsichtlich der Kommunen wird, und da würde ich dann einfach einfügen, Paragraph 11 dieses Gesetzes, weil da ist die aktive Veröffentlichung geregelt, um 2 Jahre hinausgeschoben. So, damit habe ich den großen Arbeitspunkt, den habe ich rausgenommen. Alles andere macht das Gesetz unnötig kompliziert, vor allem in der Anwendung für Bürgerinnen und Bürger. Wir sitzen hier doch als ein relativ kleiner Expertenkreis zusammen. Viele Menschen sitzen draußen und sagen, ich will wissen, was hier in meiner Stadt passiert. Die kennen das Wort Informationsfreiheitsgesetz gar nicht. Das muss man sich dabei klar machen. Deswegen appelliere ich dafür, es einfach zu halten, ein Gesetz,
diese Zusatzklausel kann man reinnehmen. Den zweiten Punkt, den man sich dabei aber überlegen muss, ist, nach unserem Gesetz, und so habe ich das hier aber auch verstanden, gilt die Veröffentlichungspflicht aber für alle Informationen vom Inkrafttreten des Gesetzes. Das heißt, das ist ein zweiter Punkt, genau. Das muss man sich überlegen, das ist für die Kommunen dann nicht unbedingt so viel weniger Arbeit. Wir haben das einfach nur gemacht, weil klar, man braucht Zeit, bis die Infrastruktur da ist. Seitdem arbeitet die Hamburger Verwaltung mit einem System, das sie sämtliche veröffentlichungspflichtigen Sachen markiert und die werden nachträglich alle ins Register reingekippt werden. So, das heißt, da muss man sich auch nochmal tiefergehend Gedanken machen. Ich glaube, solche Sachen kann man nachher auch in der Dienstverordnung regeln. Das muss man vielleicht gar nicht alles ins Gesetz schreiben. Also wir haben dieses Gesetz schon in seiner kompletten Geltung aufgeschoben. Wenn man sich jetzt überlegt, wir sagen nur Paragraph 11 wird sozusagen geschoben, dann gilt ja ab sofort in jeder Kommune dieses Antragsverfahren und auch, dass sie eigentlich die Informationen rausgeben müssen. Und klar, man sagt jetzt, vielleicht kommen nur 2 oder 3 Leute, aber sollten das sich jetzt plötzlich rumsprechen, das kommen doch mehr, dann haben die plötzlich einen Run auf die Leute, ein anderes Kostenrecht und so. Also ich sehe natürlich immer so auf die Realisierbarkeit der Sache. Aber das ist ja genau das, was ich vorhin gesagt habe. Das hat man bei allen IFGs prognostiziert. Wir haben in Hamburg für die ganze Stadt Hamburg im Durchschnitt 1,3 Anfragen pro Tag. Also echt nur Paragraph 11 aufschieben. Und ich bin jetzt nicht im Himmels Willen jede Zeile durchgegangen, aber das ist das, was ich so auf die Schnelle aus dem Gesetz rausgezogen habe, ist, dass da die aktive Veröffentlichung geregelt ist. Also da steht drin, dass das geschehen muss. Und wenn man das aufschiebt, dann hat man also 90%, wenn nicht 98% der Arbeit nach diesem Gesetz den Kommunen erstmal aufgeschoben. Aber dann müssen die auch eigentlich auch ein Register haben in jeder kleinen Minikommune. Das Gesetz sagt, wir richten ein Register ein und wir haben ein zweizügiges Antragsverfahren, entweder durch Antrag oder eben durch Abruf. Also dieses Vorhalten des Registers ist ja auch da drin. Also das Register später, die Anfragen nach neuen Kriterien sofort bearbeiten. So war jetzt der Gedankengang, aber Michelle, du wolltest dazu auch noch was sagen. Ja, ich wollte sagen, dass wir dafür ja eigentlich in dem BOPS Paragraph 24 stehen hatten, dass das Gesetz eben nicht sofort in Kraft tritt mit der Verkündung, sondern dass es da einen Zeitraum von 3 Monaten gibt, dass man zumindest die Leute fit machen kann, ich sag mal, für diese ersten Anfragen. Jetzt kann man natürlich über 3 Monate streiten. Man kann natürlich jede Frist nach hinten schieben, aber am Ende wollen wir ja, dass das auch irgendwann umgesetzt wird. Das heißt, im Grunde genommen, wenn das Gesetz verkündet wird, haben die Kommunen 3 Monate Zeit, um sich einen Mitarbeiter zu schnappen, zu sagen, so, du bist jetzt der, dafür zuständig ist. Das ist die entsprechende Verordnung, die du einhalten musst, beziehungsweise das Gesetz, was du einhalten musst. Und bereite dich darauf vor, dass demnächst einer pro Tag kommt und irgendwas von dir will. Das wäre halt so das, was ich dann eben auch als in Anführungszeichen Übergangsregelung sehe, dass die Kommune sich darauf vorbereiten kann. Ja. Dazu habe ich noch eine Frage, und zwar, was gilt denn für alles, was nicht Kommune ist, aber auch nicht wirklich Landesregierung? Also was ist denn dazwischen? Also da gibt es halt, da sind ja noch einige andere Sachen, die da runterfallen. Die nimmt man wahrscheinlich dann nicht aus, aber die müssen die auch in einem Informationsregister veröffentlichen. Wie funktioniert das? Also wie kann man sich sowas vorstellen? Ja, zum Beispiel Bezirksregierung oder sowas. Ich meine auch Dienstleister. Also weiß ich nicht. Halt die dann tatsächlich, wo halt die staatliche Dienstleistung zum Beispiel privatisiert wurde. Ja, ist drin. Ich habe es immer noch nicht ganz aus. Ich habe es immer noch nicht ganz auswendig. Die kommunale Abfallversorgung oder so. Das ist zerfällt dann unter die Kommune wahrscheinlich. Ah, okay, ich verstehe deine Frage. Also das sind ja dann auch irgendwie privatrechtliche Sachen, aber die will man natürlich auch unter das Gesetz fallen sehen. Ja? Ja. Aber das ergibt sich doch aus den Definitionen. Also welche die Stellen sind, die da einspeichern und so, wie die vorne definiert sind und welche die Informationen sind. Und wenn man guckt, was es für Informationen gibt und die Stellen, bei denen die anfallen können, dann ist jetzt ja die Frage nach einer Regelungslücke sozusagen. Also es sind ja eigentlich Behörden und es sind ja auch Private, soweit sie diese Behörden machen oder in irgendwelchen Vertragsverhältnissen sind und so. Und die Regelungslücke zeigt sich natürlich erstmal im Rahmen der Anwendung. Wenn dann halt so die total Exoten-Anfragen kommen, die sagen, ja, wir zählen noch unter Nummer X und aber leider gibt es keinen, der irgendwie Auskunft geben muss oder so. Ich frage mich, ob die Kommune ein kommunaler Dienstleister Kommune ist. Also die kann auch
wenn also eine Beleihung vorliegt oder eine Übertragung von Aufgaben. Genau, also wenn die, das, der Punkt ist ja, wenn die Kommune den Auftrag vergibt, dann fällt das Ganze unter 311a. Dann hättest du entsprechend, egal ob es ein privater Dienstleister ist oder ein kommunaler Dienstleister, ist auf jeden Fall die Kommune über diese Verträge ja veröffentlichungspflichtig. Und von daher ist es im Grunde egal, ob die Kommune es selber macht. Gut, dann hat sie eben Kosten zu veröffentlichen, dann geht es nicht über die Verträge. Ob es einen kommunalen Dienstleister gibt, dann musst du eben gucken, ist die Kommune zum Beispiel Mehrheitseigner, dann müsste sie wieder das Ergebnis veröffentlichen. Ist sie in der Minderheit und das ist in Anführungszeichen teilprivatisiert, dann müsste sie wieder die Verträge veröffentlichen. Hast du einen privaten Anbieter, hast du den Vertrag. Also du kommst immer an deine Informationen, egal welche Konstellation du hast. Ich meinte halt Kommune im Sinne von Paragraph 24. Oder? 24. Also ich glaube, der Gedanke ist, dass hier eventuell eine kleine Regelungslücke besteht, so verstehe ich das zumindest, dass man definieren müsste, dass Kommunen untergeordnete Stellen oder ihnen zugerechnete Stellen, wie juristische Personen des Privatrechts, dass die oder auch des öffentlichen Rechts, dass die ebenfalls unter diesen Begriff der Kommune in § 24 Absatz 4 fallen. Ja. Also dass man sich zumindest klären muss, was ist mit dem kommunalen Abfallentsorgungsprinzip, der meinetwegen privat ist. Darf ich das mit einem Jein beantworten? Weil die Verträge müssten ja dann veröffentlicht werden, wenn sie neu abgeschlossen würden. Das heißt, die bestehenden Verträge und in dem Moment, wo das Gesetz in Kraft tritt, gibt es ja nur bestehende Verträge, wird ja nicht sofort ein neuer Vertrag abgeschlossen. Die werden ja dann eh nach den mit einer aktiven Auskunft rausgeholt. Die werden ja nicht sofort in das Register eingetragen. Ja, da möchte ich mit einem Jein drauf antworten. nehmen wir § 4 Absatz 1 Ziffer 11, also Umweltinformationen. Jeder kommunale Abfallbetrieb hat regelmäßig Umweltinformationen, zum Beispiel Wasser aus seinem Schornstein rauspufft, wenn er den ganzen Kram verbrennt. Und da sind wir eben bei der Frage, müssen die per sofort drin sein, müssen die erst nach 2 Jahren drin sein? Das ist so dieser Gedanke der Regelungslücke, wo zumindest, also mir geht es genauso wie dir, wo nicht 100% klar wird, aber wie gesagt, ich glaube, wenn wir an der Stelle angekommen sind, zeigt, dass in dem Gesetz nicht ganz viel falsch sein kann. Die sind doch, wenn es jetzt private sind, über die Beherrschungsverträge. Also die Stadt schließt doch mit der Müllagentur bla 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 einen Vertrag, so nach dem Motto, du fährst jetzt jeden Mittwoch die Tonnen ab. Und dann sind sie doch darüber drin. Also private werden eingebunden, indem die Kommune mit dem nicht? Nein, die Privaten sind eingebunden, wenn sie Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge wahrnehmen. So, und das macht einen Abfallentsorgungsbetrieb. Ich glaube, daran sind wir uns alle einig. Deswegen ist nicht nur der Vertrag mit dem Privaten zu veröffentlichen, sondern auch das, was er darüber hinaus tut. Aber ich denke, das ergibt sich in jedem Fall. Also ich hätte jetzt nicht so die Angst vor den Lücken, weil ich finde diese Regelung erschlagend umfassend eigentlich. Die Frage war nur, ob ein kommunaler Abfallversorger letztlich erst 2 Jahre später eine Veröffentlichungspflicht hat. Ob halt 2 Jahre später erst unter das, nach dem Gesetzentwurf, erst unter das Transparenzgesetz fällt oder ob er vorher die Zeit noch unter das IFG NRW fällt. An sich ab sofort, es sei denn, er hat irgendwelche Verträge, die die Veröffentlichung hindern und dann erstmal nicht. So würde ich es eigentlich beantworten. Und wenn das unklar ist, dann müssen wir eben 2 Worte dazu schreiben und dann ist alles gut. Also da kann man durchaus auch den Fehler eingestehen, Fehler in Anführungszeichen zu sagen, okay, da ist tatsächlich eine Unklarheit. Wir wissen, wo das Problem ist, Problem erkannt und jetzt müssen wir eben die Lösung dahin schreiben. Zusätzlich darf ich hier etwas ankündigen, um noch weiter nebulös zu bleiben, auch nur andeuten. Es wird diese öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmungen etwas geben demnächst, was zusammen auch mit Landesbehörden hier in die Wege geleitet wird, was aber noch ein gutes Quartal brauchen wird, bevor es dann veröffentlicht wird. Die genau das Thema aufgreift, das sie jetzt gerade angesprochen hat und mehr Transparenz in dem Bereich fördern wird. Also das ist also die Transparenz der Piraten, okay. War ja auch nicht persönlich gemeint. Ich glaube, das ist ein bisschen dieser Übergangspunkt, wo man sieht, da ist der wichtigste Punkt, aber um das nochmal rauszustellen, ist, dass das Antragsverfahren für Kommunen mit in Kraft treten sofort gelten sollte. Das ist der wichtige Punkt. Das andere war jetzt so ein bisschen eine Detailfrage, in der wir uns verstrickt haben, aber das ist eigentlich für mich der wichtige Punkt. Antragsrecht nach 3 Monaten, da wird nichts Schlimmes passieren davon. Da würde ich sogar meine Hand für ins Feuer legen. Aber auch nur, weil ich Hitze nicht so...
Das wird uns aufgezeichnet, was wir heute sagen. Ich bin nicht so hitzeempfindlich, genau. Ich kann damit ganz und wenn dann was Schlimmes passiert, dann sind es halt auch nur viele Anfragen. Also ich was ist daran schlimm? Genau, deswegen. Die Frage ist, was definiert ihr als schlimm? Insofern kann ich da ganz mutig sein. Bitte. Oder die SPD fragen, was sie schlimm findet. Das wäre der. Okay. Genau, das hatte ich erwähnt. Genau, ansonsten habt ihr als Bereichsausnahme das Landesamt für Verfassungsschutz drin. Würde ich schlicht nicht reinnehmen. Ist eine politische Frage. Führt aber immer dazu, wenn man es nicht reinnimmt, insofern kann ich es verstehen, haben wir es in Hamburg ja auch gemacht, man führt dann sehr, sehr große Debatten über diesen doch eigentlich kleinen Punkt. Das ist immer so die Gefahr und deswegen kann ich es nachvollziehen, auch wenn es eigentlich für mich keinen rechtlichen Grund gibt, das zu machen. Allerdings kann man das dann nicht wunderschön als Bauernopfer, also ich meine als Balanceakt, also wir machen den Rest, aber das nehmen wir für euch raus oder so. Ja, also wenn man den maximal fordert, dann kriegt man ja vielleicht irgendwas Normales. Einen wichtigen Punkt merke ich gerade noch, den habe ich vorhin bei den Verträgen übersehen. Und zwar schreibt ihr, dass Verträge, an deren Veröffentlichung ein öffentliches Interesse besteht, soweit dadurch nicht wirtschaftliche Interessen des Landes erheblich beeinträchtigt werden. Erster Kritikpunkt, nicht nur des Landes, auch der Kommunen. Also die Kommunen sollen ja auch Verträge machen. Wenn ich so eine Regelung mache, dann muss ich sie für beide Ebenen machen. Zweiter Kritikpunkt, vergesst den ersten und streicht den Teil einfach. Also das klingt jetzt ein bisschen platt, aber wir haben in Hamburg im alten Informationsfreiheitsgesetz das auch drinstehen gehabt, dass es, wenn wirtschaftliche Interessen beeinträchtigt, damals war es nur einfach beeinträchtigt werden, wir haben dann auch erst überlegt, erheblich reinzuschreiben, wir haben dann lange drüber nachgedacht, erheblich ist ein rechtlich nicht klar definierter Begriff und es gibt keinen Grund, den wir gesehen haben, wo wir sagen, dass dieser Fall eintreten sollte. Man kann das bei rückwirkenden Verträgen machen, das ist ja diese Rückwirkungsklausel für Altverträge. Da finde ich, ist das Ganze eine sinnvolle Sache, weil wir wollen nicht alle massenhaft Vertragsstrafen zahlen. Aber bei Verträgen in die Zukunft gerichtet, kann man das, glaube ich, sehr gut begründen. Wenn man diese Regelung so drinstehen lässt, dann macht man für jeden privaten Vertragspartner das Anreizprinzip, zu sagen, ich verkaufe euch das Ganze für Betrag A, wenn ihr den Vertrag veröffentlicht, oder für Betrag B, wenn ihr das Ganze nicht veröffentlicht. Und wir können uns dann beide sehr gut vorstellen, wie diese Beträge im Verhältnis zueinander aussehen. Und damit hat man diese ganzen Ziffer 4 komplett schön umgangen. Das ist ein Gedanken, den ich vorhin bei den... Und es hört sich ein bisschen an wie aus der Praxis, halt so ein bisschen mit Erfahrung. Ja, das ist halt, das ist so ein bisschen das Anreizprinzip, was dahinter steckt. Ich glaube, Redelfs hat das auch so angesprochen in seiner Stellungnahme. Also, weil diese Schwammigkeit, das lässt halt wirklich sehr viel darunter fallen. Das eröffnet erstmal die Kreativität der Behörde, auch einen Grund zu finden. Und die sind da sehr kreativ. Also, das muss man denen schon dann anrechnen, aber das muss man ja nicht herausfordern. Ja, ansonsten so ein paar kleine Punkte. Ich habe, was ich in dem Gesetz beim jetzt auf die Schnelle lesen, ich weiß gar nicht, ob wir es in der Stellungnahme drinstehen haben, nicht gefunden habe, ist, dass alle Informationen, die auf Antrag rausgegeben werden, selbstverständlich auch im Register auftauchen sollten. Ist drin? Okay. Aber wir können ja eine kleine Diskussion, das wollte ich sowieso nochmal ansprechen. Das habe ich auch in meiner Stellungnahme geschrieben und hat auch der Redes geschrieben, dass die Veröffentlichung, die sofortige Veröffentlichung sozusagen für Journalisten die Katastrophe ist. Die Fragen, die sie stellen, das ist quasi der Wert ihres Journalismus. Die richtigen Fragen zu stellen, ist quasi das, was die können. Und wenn dann die Antwort für alle verfügbar ist, dann haben sie ihren kleinen Vorsprung verloren und den brauchen sie aber, um so eine Geschichte überhaupt zu veröffentlichen. Also das ist halt wirklich das, wenn man irgendwie eine Information herausgibt für alle, dann ist das nicht mehr exklusiv und dann berichten auch einfach weniger Leute drüber. Dann ist das vielleicht irgendwie nur noch so eine DPA-Ticker-Meldung statt halt irgendwie die Headline. Und ich habe da tatsächlich auch Geschichten aus Großbritannien gehört, wo dann so ein Antragsverfahren war, irgendwie sehr langwierig, die Behörde hat sich sehr gewehrt, wurde dann aber letztlich gezwungen. Und was sie dann gemacht hat, sie haben dem Journalisten nicht die Informationen herausgegeben exklusiv, sondern haben es einfach veröffentlicht, sodass sie ihm halt da direkt die Geschichte kaputt gemacht haben. Und ja, das will halt ein Journalist nicht und das ist auch nicht die Intention eigentlich dahinter. Wie man halt die Veröffentlichung davon insgesamt regelt, ist eine interessante Frage. Ja. Ulrike?
Also wir haben das schon diskutiert, weil es in zwei Stellungnahmen halt angesprochen wurde, ob man eben da so eine 14-tägige Verzögerung oder eine monatige Verzögerung einbaut. Aber für mich persönlich ist es jetzt eigentlich schwer nachvollziehbar. Und da stellt jemand, also ein Journalist stellt eine Frage bei einer Behörde. Und jetzt haben wir ein Informationsregister und dann wird diese Information in das Register eingespeist. So. Es ist doch eigentlich dann wieder genau derselbe Schnack wie bei den Kommunen. Man kann da gleich diesen Auskunftsanspruch machen. Wer kommt dann gleich darauf, wenn der Journalist die Frage gestellt hat, kommen dann 20 Leute darauf, dass sie auch diese Frage stellen und nach der Information suchen? Auf die Information kommt man doch eigentlich erst durch die Presse. Also das ist so das, was ich nicht verstehe. Also was passieren wird, ist, dieses Informationsregister hat ja sicherlich irgendein Feed oder man kann einen Scraper bauen, der sich immer genau anguckt, was gerade reinkommt. Und dann wird das Folgendes passieren. Genau, also die ganzen News-Organisationen haben selbstverständlich irgendein Programm, was jederzeit die aktuelle Version der Parteispenden von der Bundestagswebseite runterzieht und genau guckt, was da passiert. Deswegen wussten ja auch sofort, dass irgendwie BMW quasi ein bisschen was an die Bundesregierung, an die Partei gegeben hat. Darum geht es halt. Der Journalist muss halt irgendwie eine Zeit haben, seine Geschichte zu schreiben und zu veröffentlichen. Und da müssen wir uns wahrscheinlich auch morgen mit Herrn Redes nochmal unterhalten, ob irgendwie 2 Wochen genug sind. Manche Recherchen sind halt viel länger. Und wenn man die Antwort sieht, dann ist auch die Frage klar. Wenn da steht irgendwie, hat jemand einen Tipp bekommen, ein Journalist, und der fragt doch mal die Abwasserverträge von dem und dem an. Und da macht er das und dann sind die auf einmal online und dann kann der andere Journalist auch schnell drauf gucken und liest das genauso schnell wieder. Und dann ist die Information direkt weniger wert sozusagen. Okay, einmal hier und dann da und dann. Es ist genau ein Punkt, den wir auch diskutiert haben bei unserem Entwurf, weil Herr Redes uns auch diese Rückmeldung gegeben hat. Meine erste Reaktion war ähnlich wie deine, so, das versendet sich. Es ist eine solche Menge von Informationen. Aber das, was du sagst, ist natürlich ganz richtig. Es werden gezielt Programme dafür geschrieben werden, die es gezielt raussuchen. Wir haben uns dann darauf geeinigt, bei uns im Bündnis, dass wir gesagt haben, einen Monat Verzögerung. Ob das jetzt in der Praxis ausreicht, müsste man tatsächlich dann nochmal einen Journalisten fragen, weil wenn es einmal im Gesetz drinsteht, dann wird es schwierig, das wieder zurückzuholen. Und also da wäre ich wirklich sehr, sehr vorsichtig. Ja, ich habe wahrscheinlich eine ganz andere Frage dazu, aber nur damit ich das richtig verstehe, wir reden jetzt von einer Mindestfrist, ab der erst veröffentlicht werden darf. Nein, das ist genau das Problem. Man kann es auch anders ausdrücken. Eine Journalistenanfrage kriegt vorab der Journalist vor der Veröffentlichung. Ich mache jetzt mal kurz den Teufelsanwalt und sage, dann bin ich aber auch Journalist. Richtig. Also dann ist jedermann Journalist. Nein. Der Trick ist halt, die richtige Frage zu stellen. Wenn zur gleichen Zeit noch ein anderer Journalist die Frage stellt, dann kriegt er die Antwort, die gleiche Information selbstverständlich auch. Nur die Veröffentlichung darf halt für alle erst später kommen. Das meine ich ja gar nicht. Ich meine, die grundsätzliche Frage ist, wir reden jetzt die ganze Zeit von Journalisten und ich höre jedes Mal, wenn ein Journalist eine Anfrage stellt, dann... Ich wollte gerade sagen, genau, das ist die Unterscheidung. Also es steht drin... Muss er sich dann ausweisen? Oder? Nein. Das ist halt der Punkt. Es gibt das sogenannte Presserecht, danach können Anfragen gestellt werden. Ich gestehe, ich bin kein Journalist und habe mich damit nicht im Detail beschäftigt, aber da steht drin, dass Anfragen nach diesem Recht auch veröffentlicht werden, ich glaube sogar müssen. So. Was man der Landesregierung unter keiner Stelle natürlich verbieten kann, ist genau diesen Fall in Großbritannien sich zum Beispiel zu nehmen und aus selbstverständlich bester Intention Sachen von sich aus aktiv zu veröffentlichen. Also es kann ja durchaus ein Fall sein, dass eine Stelle merkt, okay, wir haben jetzt 3 Anfragen nach diesem Vertrag, haben wir keinen Bock mehr drauf, wir packen den einfach online. Genauso ist das ja in vielen Kommunen, gerade in den USA, geschehen. Die haben irgendwann gesagt, wir haben keine Lust mehr, diese ganzen Anfragen zu bearbeiten. Also da reden wir von ganz anderen Zahlen. Die haben rund 400.000 Anträge pro Jahr. Also wir reden da wirklich von ganz anderen Zahlen. Und die haben eben irgendwann gesagt, wir haben keine Lust mehr, diese ganzen Anfragen zu beantworten. Wir hauen das Zeug einfach raus. Sucht euch das selber. Da gibt es natürlich auch noch ein anderes Problem, gerade presserechtliche Anfragen, da kommen halt keine Originaldokumente raus. Das sind Fragen wie, erklären Sie mal das und das. Und wenn das jetzt die Behörde kann eigentlich nur die Antworten veröffentlichen, weil der Stern glaubt ja zum Beispiel gerade, er hat Copyright auf Fragen. Ja? Das heißt, die Behörde dürfte noch nicht mal die Fragen dann beantworten. Bei Dokumenten ist es, also die Fragen veröffentlichen. Bei Dokumenten ist es ein bisschen anders, da kann man einfach sagen, das packen wir jetzt online, aber bei so presserechtlichen Auskünften, die quasi Prosa sind, die der Pressesprecher einer Behörde sich gerade ausdenkt,
Das ist nochmal was, also das wurde auch bisher noch nicht veröffentlicht. Ja, es ist auch kritisch zu sehen, ja. Aber ich finde, wenn es jetzt an dieser Art des Registers hängt, dass sie da irgendwie so ein Live-Ticker oder wie immer man es nennt jetzt haben, also ich finde eigentlich, erstmal muss man ja juristisch schauen, das ist, was Michelle sagt, dann sind alle Juristen und man wertet ja im Prinzip diese Information, dieses freie Recht auf Information für eine gewisse Personengruppe auf, beziehungsweise für eine andere ab. Durch diese reine Pressemitgliedschaft bin ich ja im Prinzip in einer Situation, dass ich sozusagen einen luxuriöseren Anspruch habe oder ein Exklusivrecht, so. Aber eigentlich würde es doch ausreichen, wenn man das allgemein regelt und quasi in den Durchführungsverordnungen für dieses Gesetz oder für dieses Register klärt, dass diese Informationen in den Pool kommen und nicht besser oder schlechter zugänglich gemacht werden, also untergesetzlich. Ja, die Frage ist auch, die ich mir gestellt habe, dass Netzwerkrecherche das aufgenommen hat in die Stellungnahme. Das kann ich durchaus verstehen. Also es darf auch ruhig ein Eigeninteresse formuliert sein, deshalb haben wir sie ja benannt. Also die Benennung kam ja auch von uns, das ist auch ganz wichtig. Und es geht hier keinem darum, irgendein Rechercheergebnis einer wie auch immer gerichteten Redaktion hier zunichte zu machen. Nur das Problem ist, wer ist denn Presse? Ist das die Tagespresse, die maximal 8 Stunden recherchiert? Ist das die Wochenzeitschrift wie der Spiegel, der maximal 6,5 Tage recherchiert? Ist das der Guardian, der ein halbes Jahr eine Veröffentlichung über die nächsten 3 Jahre vorbereitet? Also da ist für mich das viel größere Problem. Weil, wenn man das jetzt sieht, was der Guardian beispielsweise macht, um jetzt einfach mal eine ganz große Enthüllungsgeschichte, die ja angesprochen wird, in der Stellungnahme mal zu nehmen, ich will auf jeden Fall, dass welche Redaktion auch immer weiterhin solche Geschichten aufdeckt. Nehmen wir 2 Wochen, ist es zu kurz. Nehmen wir 4 Wochen, ist es zu kurz. Nehmen wir 6 Monate, ist es wahrscheinlich auch noch zu kurz für eine so große Enthüllungsgeschichte. Die Frage ist, wo ist die Verhältnismäßigkeit, wo kann man die ansetzen, dass man diesen Leuten den Schutz gewährt, den sie dringend brauchen, der hier nicht bestritten wird, aber gleichzeitig auch das Bedürfnis der Öffentlichkeit deckt, nicht ein halbes oder dreiviertel Jahr auf die Informationen warten zu müssen. Also ich wollte nur kurz sagen, egal ob... ich bin jetzt mal ganz krass, dann müssen die Journalisten ihr Geschäftsmodell ändern. Weil ich kann nicht sagen, weil du jetzt derjenige vom Stern bist, hast du jetzt ein Schutzrecht, dass wir 6 Monate die Daten nicht rausgeben oder sowas. Das halte ich für äußerst schwierig. Was ich für praktikabel halte, ist etwas, was hier im Landtag auch getan wird, zum Beispiel bei unseren kleinen Anfragen. Da ist es so, dann bekommt der Anfragende die Antwort zuerst und dann wird mit einer Frist von, ich sag mal, 3 Tagen oder was das an alle anderen verschickt. Dass man tatsächlich eine Frist festlegt und zwar bitte über alle Anfragenden, ohne dass es irgendwelche Sonderrechte für bestimmte Berufsgruppen gibt, dass man sagt, okay, die Behörde, man legt eine Frist fest, wo die Behörde erstmal dem Antragsteller antwortet und dann nach einer Frist von x Tagen darf die Information eben auch veröffentlicht werden auf dem jeweiligen Portal. Das halte ich für praktikabel. Alles andere, Sonderregelung für Journalisten. Und wenn er vom Guardian kommt, hat er plötzlich 6 Monate Zeit. Und wenn er vom, wie ist das hier, Wochenpost kommt, hat er nur 3 Tage Zeit. Das halte ich für ein bisschen strange. Also ich glaube, da driftet auch die Diskussion gerade ein bisschen ab. Sorry. Also ich habe, wenn ich Journalist gesagt habe, meinte ich eigentlich Bürger. Ja, also auch Journalisten sind Bürger und gerade dieser Unterschied, ich bin der Erste, der die beiden, das Presserecht und das Informationsrecht irgendwie zusammenwerfen würde, soweit sind wir aber noch nicht und ich meine, sämtliche Anfragen sollen halt erst nach einer bestimmten Frist veröffentlicht werden, nicht nachgefragt werden, wer dahinter steckt. Wer ein Journalist ist, da kann man sich mal den neuen Koalitionsvertrag der Bundesregierung durchlesen, da gibt es jetzt irgendwie einen amtlichen Presseausweis, da wird nochmal genau festgelegt, wer darf und wer nicht. Aber das wollen wir ja gar nicht unterstützen. Also, das ist bitter, ja. Ja. Gut. Es gibt eine Frage aus dem Netz. Oh, sind wir nicht alle Journalisten? Dazu? Noch dazu oder sonst machen wir die Frage? Ja, die Frage, ich glaube. Es gibt eine Frage aus dem Twitter und zwar ein User namens Ohrgeflüster fragt: Sind wir nicht alle Journalisten? Und ernsthaft, das ist ziemlich altmodisches Bild vom Journalismus, anscheinend, was hier so diskutiert wird. Also ich glaube, das ist das, was Stefan gerade gesagt hat.
Journalist heißt für mich erstmal nicht alles das, was irgendwie offiziell in der Redaktion angestellt ist, sondern kann auch ganz was anderes sein. Wenn ich irgendwie auf meinem Blog was veröffentliche, dann mache ich ein Stück weit auch eine journalistische Arbeit. Ich bin jetzt nicht der Investigativjournalist, das würde ich mir nicht bezeichnen. Aber so vom Prinzip her, deswegen glaube ich, sind wir da alle schon eher bei so einem moderneren Begriff. Deswegen würde ich auch gar nicht sagen, dass man da eine Unterscheidung macht, sondern ich würde schlicht das Presserecht hier rauslassen. Ich glaube, wenn man das Presserecht reinnimmt, dann kommt man in so eine sehr schwieriges Fahrwasser. Bloß das Presserecht, weil das Presserecht auch von der Sache her ganz anders funktioniert. Ich kann den Gedanken nachvollziehen, ich glaube aber, man schafft sich damit, also ich fände das vielleicht sogar gar nicht so schlimm, aber ich glaube, man schafft sich damit sehr, sehr viel große Probleme und vor allem, man schafft sich Feinde. Also, ne, wir sind alle Bürger und wir sind alle Journalisten. Ja? Mit den Feinden, das können wir ab. Ja, meine Anmerkung war auch nur so zu verstehen, dass ich den Journalisten nicht als reinen Journalisten sehe und ich, egal welche Quote man an Zeitraum jetzt gesetzt hätte, die wahrscheinlich als falsch angesehen hätte, mit dem Hinweis darauf, dass es unterschiedliche Recherchezyklen gibt, die einfach zu den Geschichten führen. Man würde keinem gerecht werden letztendlich. Darauf wollte ich nur hinweisen. Und wenn der Blogger das ist, der dafür einen Nachmittag braucht oder ein Jahr, der auch dazu zählt, wir haben das bei der Debatte um Non-Commercial-Lizenzen genauso, da bricht ja die Debatte an, wer macht das kommerziell, wer macht das nicht kommerziell, wer ist Journalist, wer ist nicht Journalist, da ist ja im Prinzip die gleiche Debatte in anderer Form. Und das ist ja damit einhergehend, dass man das eben nicht unterscheidet. Dass man eben, wie gesagt, sich dann für Modelle ausspricht, die ja keine Unterscheidung treffen. Also von daher gesehen habe ich hier weder was zu Journalisten noch zu Bürgern gesagt, sondern einfach nur die Frage in den Raum gestellt, wird man mit egal welchem Zeitraum überhaupt jemandem gerecht? Ja, aber vielleicht kann man zum besseren Verständnis noch mal was sagen, weil eigentlich reden wir ja davon, dass das Transparenzgesetz verpflichtet, alles zu veröffentlichen, was jetzt nicht aus bestimmten Gründen, die genau definiert sind, halt vertraulich und bleiben soll. Das heißt, welche Daten sind dann überhaupt noch da, die nur auf Anfrage zur Verfügung stehen? Fragen Sie das die Verwaltung. Also nein, es wird immer Sachen geben, die von einem noch so umfänglichen, also man sagt ja natürlich, erstmal soll alles veröffentlicht werden, widerspricht sich, wenn man den Grundsatz zur Grundlage nimmt, aber so ein bisschen selber, indem man dann sagt, ich lege eine Liste hin, was veröffentlicht werden muss und jetzt ist es die Fantasie eines jeden, möglichst viel in die Liste reinzuschreiben, was man sich vorstellen kann, was es so gibt. Aber es gibt immer Dinge, die erstmal nicht veröffentlicht werden müssen, wo man aber im Einzelfall sagen kann, Mensch, das würde ich ja doch nochmal genauer wissen, wie gewisse Sachen zustande kommen, wie vielleicht auch, ich muss gestehen, mir fehlt jetzt gerade so ein bisschen die Fantasie, mir spontan was auszudenken, was von den 25 Ziffern nicht abgedeckt ist, aber es gibt mit Sicherheit einiges in den Landes- und auch Kommunalamtsstuben, was da noch nicht drunter fällt. Ja, aber vielleicht muss man da tatsächlich in der Praxis nochmal dann dazu kommen, dass sich dieses Problem mit den Journalistenanfragen vielleicht in Luft auflösen wird. Weil wenn das, was per Anfrage veröffentlicht wird oder dem Anfragenden gegeben wird, auch veröffentlicht werden muss, dann wird man ja irgendwann dazu kommen, wie hier auch schon eben gesagt, man hat keine Lust mehr, die ganzen Anfragen zu beantworten und veröffentlicht also noch mehr, wirklich nur und behält nur noch die persönlichen Daten, die immer schützenswert sind, übrig. Das heißt, dann würde sich grundsätzlich das Problem der Fragestellung und irgendwelche Fristen oder sowas halt erledigen. Ulrike. Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendeine Akte hat von einem Gerichtsverfahren, wo noch 5 Leute als Zeugen benannt sind und die sollen vielleicht nicht, sollen irgendwie geschützt werden aus dem Zeugenschutzprogramm, dann hat man einen Auskunftsanspruch, so hatte ich mir das jedenfalls beim Schreiben gedacht, aber natürlich will man ja vielleicht diesen Zeugenschutz nicht aufheben. Also gibt es diese Sondersituationen, die schwärzen dann die Namen und die Adressen von denen oder fertigen entsprechende Kopien an und diese so aufbereiteten Sachen, die kommen dann auch direkt ins Informationsregister rein. Und damit hat man eben auch dann die Entscheidung getroffen, sozusagen die Akten sozusagen durchzusieben, wenn sie beantragt worden sind. Und für den nächsten Beantragten, der genau dieses Verfahren auch einsehen will, steht es ja dann zur Verfügung. So ist es eigentlich gedacht. Also manche Sachen erfordern halt eine Aufbereitung und manche Sachen können sofort rein. Die eine Aufbereitung erfahren, da muss man dann eben einen Antrag stellen. Und da wird einem halt auch wieder geholfen, indem nicht man irgendwie rumstochert, was suche ich denn, sondern dann muss die Behörde eben sagen, ja guck doch mal da und vielleicht willst du das. Das ist ja auch noch, was ich als Vorteil ansehe, dass eben die so ein bisschen bei der Antragstellung halt auch beraten werden. Ich habe Gerichtsurteile in dem Positivkatalog nicht gefunden.
Genau, das war jetzt gerade meine Frage, die sich mir da... Das ist auch im Moment ausgenommen. Ja. Richtig, genau. Ja. Ja, ja, nee, ist ja auch okay, ist ja auch okay. Nur dann müssen wir eben klar machen, dass klassisches Beispiel, Gerichtsurteil ist erstmal nicht drin, was auch ganz gut ist, weil die Dinger wirklich zu anonymisieren mit den Personenbeschreibungen, die dann drinstehen, das geht ja weit über Namen hinaus. Das werden ja auch Sachen beschrieben. Auf der anderen Seite, es gibt ja so schöne Initiativen wie OpenJur, und also die Veröffentlichung von im Namen des Volkes gesprochenen Urteilen gehört eigentlich auch zu einer guten Demokratie dazu. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich unter ein Transparenzgesetz fallen sollte. Das ist eigentlich selbstverständlich. Die werden tatsächlich, kann man die ja auch kaufen dann bei irgendwelchen Dienstleistern. Da bestehen halt schon irgendwie noch Altverträge mit der Juris GmbH zum Beispiel, auch im Lande NRW, die halt da regeln, wie diese Urteile gehandhabt werden. Diese Urteile werden aber dann teilweise direkt an den privaten Dienstleister weitergegeben, dort irgendwie enriched oder irgendwie verfeinert oder angereichert und landen dann quasi im Privateigentum. Und das ist vielleicht nochmal ein ganz anderes Problem. Ich weiß nicht, ob wir das mit diesem Gesetz hier erschlagen können, aber definitiv gehört das irgendwie auf irgendeine Agenda mal. Ja, wobei da eine Veröffentlichung von Urteilen eigentlich immer schon Prinzip in der Justiz gewesen ist. Ohne Internet musste man halt immer hinlaufen und in den Büchern gucken. Aber Digitalisierung, das war ja auch früher das Servicemodell dahinter. Bitte? Das war ja früher genau das Servicemodell für solchen genau. Initiativen. Aber die, das Internet ist eben plötzlich dazugekommen, das haben wir noch nicht gereilt. Genau, also auch da wird sich was verändern. Man wird auch sicherlich irgendwann dazu kommen, dass man die Urteile schreibt, so dass man halt persönliche Daten irgendwie direkt separiert irgendwo, dass man halt nicht mehr den großen Umstand hat oder mit einem Tag versieht, dass man sie ausgedacht hat. Ich sehe das anders. Ich glaube, also wenn man, nehmen wir einen deutlichen Fall, nehmen wir ein Urteil im Familiengericht, es geht um einen Sorgerechtsstreitfall. Das sind Urteile, die werden tagtäglich gesprochen. Und da jetzt zu sagen, ich anonymisiere alles, was da beschrieben wird, nämlich ob es besser ist, für das Kind bei Mutter oder Vater zu leben, dann habe ich ein schwarzes Urteil. Damit kommen wir alle nicht weiter, sondern haben wirklich nur eine große Arbeitsbeschaffungsmaßnahme gemacht. Und das sind genau der Punkt, wo man eben reden muss. Ich bin gerne dabei zu sagen, sämtliche Urteile, Landesverfassungsgericht, Oberverwaltungsgericht, weiß ich nicht. Da sind wir, glaube ich, genau. Aber das sind Sachen, die muss man dann eben klar definieren. Und auf der niedrigen Instanz kann ich in der Regel nicht einfach sagen, so haben wir uns das in Hamburg am Anfang auch vorgestellt. Wir haben gesagt, okay, oberer Teil, Kläger, Beklagte, wird geschwärzt und dann ist der Rest ja wohl klar. Und dann haben wir uns ein paar Dinge angeguckt und haben festgestellt. Okay, Moment. Höhere Instanzen kann man durchaus auch, glaube ich, den Aufwand erwarten, weil das ja dann auch durchaus relevante Urteile wieder für andere sind. Also ob jetzt so ein Amtsgericht irgendwie oder so ein Familiengericht in unterster Instanz irgendwie eine Entscheidung getroffen hat, ist für andere relativ selten relevant, sage ich mal. Wichtig wird es ja erst dann, wenn ich tatsächlich so eine Art, in Anführungszeichen, Grundsatzurteil habe, und das kriege ich erst, wenn die Instanzen höher sind. Und von daher kann man sich vielleicht auf eine Instanz höher einigen. Genau, was war ein Plädoyer, genau das zu tun? Aber jeder, der sich schon mal Urteile online angeguckt hat, wird sehen, das ist schon alles sehr weit gediehen, wie da eine Anonymisierung gemacht wird, auch im ganzen Textteil. Das ist schon üblich und nicht nur von den Dienstleistern, sondern halt auch in freien Datenbanken und so weiter. Also da funktioniert schon eine Menge. Hier kam gerade auch noch eine Anmerkung über Twitter zur Ehrenrettung der Journalisten. Natürlich überhaupt gar keine Frage, dass die noch gebraucht werden, um die Informationen zusammenzuknüpfen, zu einer Geschichte zu machen. Also das ist völlig klar. Es ist halt nur der zeitliche Zugriff auf eine einzelne Information. Was der Journalist im Kopf hat, hat der andere, der jetzt aus dem Ticker raus irgendeinen Datensatz bekommt, hat in dem Moment sicherlich nicht die Idee, das in der gesamten Geschichte zu verknüpfen. Also der Journalist wird auf jeden Fall gebraucht, um gute Geschichten zu erzählen. Herr Marsching. Ja, danke. Und lass mich noch eben das ergänzen. Ich glaube, wir führen da an dem Punkt so ein bisschen eine Phantomdiskussion, und zwar aus einem mir ganz, ganz wichtigen Grund. Wir wollen ja eben, dass es diese Skandale, und darum geht es ja, ich habe irgendeine Information, die decke ich auf, dann habe ich eine Geschichte und mache daraus was. Genau das wollen wir ja, dass es die nicht mehr gibt. Also der Journalist, der
wenn der wirklich als einzige Datenquelle so Anfragen bei irgendeinem Amt hat, dann ist er irgendwann arm dran, weil diese Geschichten hoffentlich es irgendwann nicht mehr geben wird, wo eben er dadurch Skandale aufdeckt, dass er Daten abfragt. Er muss tatsächlich schon sehr viel andere Informationen woanders hergesammelt haben und diese eine Information, die dann aus dem Register kommt, die wird ihm einfach nicht weiterhelfen. Und deswegen ist, glaube ich, diese Journalisten-Diskussion am Anfang vielleicht wichtig, weil man sagt, okay, dann kommt man auch noch an alte Daten ran und dann kann man mal gucken, was weiß ich, beim Bau vom Landesarchiv, schönes Beispiel, was ist denn da gelaufen? Und dann gucke ich mir das an und sage, hahaha, ich habe den Skandal gefunden, aber in der Hoffnung, oh ja. Ja, zufällig, aber in der Hoffnung, dass ich eben in 5 Jahren, in 10 Jahren da sitze und sage, Mist, gar keine Skandale mehr da, weil ja eben alles öffentlich ist und weil sich niemand mehr erlauben kann, einen Fehler zu machen. Also, es ist das Ziel des Gesetzes, aber glauben wir jetzt wirklich, dass in 20 Jahren es keine Skandale mehr gibt? Also, und Journalisten werden die immer noch aufdecken müssen. Entschuldigung, aber die Gemeinden, beziehungsweise diejenigen, die veröffentlichen müssen, sind dann schlau genug, es nicht genau in die Dokumente reinzuschreiben. Aber, so behaupte ich das jetzt mal. Aber sie werden es in andere Dokumente reinschreiben, die sie nicht veröffentlichen müssen. Sie haben halt hier eine Liste von 25 Sachen, und dann schreibe ich es irgendwo da rein, mache ich halt den Vermerk hier nebenher und dann hat der und der angerufen oder so. Die werden schon einen Weg finden, wie es immer ist. Ja, wie es immer ist. Ja, aber die werden halt einen Weg finden, es irgendwo hinzutun, wo man es anfragen kann, aber wo es halt nicht veröffentlicht wird. Und deswegen muss der Journalist immer noch die Connections haben, die Kontakte, zu wissen, was er genau wo anfragen muss. Dann kriegt er irgendwie mal einen Hinweis und dann kann er das vielleicht über ein Transparenzgesetz anfragen. Das Wichtige zum Schluss ist, vielleicht muss er sich auch erstmal durchklagen. Ja, das ist ja auch ein Weg, der dann auch Redaktionen meistens nur zur Verfügung steht, weil der Privatmann hat vielleicht nicht die Energie oder auch das Geld, sich da durch die Instanzen zu klagen. Sobald der Journalist diese Information dann hat, die muss er sich vielleicht auch aus sehr vielen irrelevanten Informationen zusammensuchen. Ja, das kann ja auch der Fall sein. Und dann zum Schluss kommt halt ein Paket zusammen, das halt dann tatsächlich ein Skandal ist. Aber dafür muss er halt mit Exklusivität für einen bestimmten Zeitraum entlohnt werden. Und genau da brauchen wir aber auch in Zukunft Journalisten. Genau, also ich meine, im Grunde genommen argumentierst du für beide Seiten. Du argumentierst einmal für, es braucht ein Gesamtpaket, sonst habe ich keinen Skandal, sonst habe ich keine Story. Das würde dann auch die Theorie stützen, zu sagen, ja, dann ist die Information halt öffentlich, dann sieht die halt irgendein Newsgrabber, aber kann eben aus diesem Bit Informationen noch keine Story machen. Also die Journalisten werden so oder so gebraucht und ich glaube, selbst wenn wir diese Exklusivität nicht hätten, also wir können jetzt gerne von mir aus eine Woche oder einen Monat reinschreiben, was für mich auch schon das Maximum wäre. Weil bei Staatsverträgen zum Beispiel sieht man ja, dass man sagt, okay, nach einem Monat nach Veröffentlichung darf das eben in Kraft treten. Also dann erst die Information zu veröffentlichen und zu sagen, naja, die Anfrage war von einem Journalisten, das wäre ja das schöne Beispiel gerade, halte ich für ein bisschen schwierig. Aber der Journalist wird so oder so gebraucht, das ist tatsächlich die Ehrenrettung der Journalisten und von daher, ich glaube, wir sollten da auf diesem Nebenkriegsschauplatz auch nicht weiterkämpfen. Also eine Sache, die noch ein bisschen relevant ist, ist halt zum Beispiel auch die mündliche Auskunft, die Manfred Redelfs da angesprochen hat, muss die verschriftlicht werden und dann veröffentlicht werden. Also die mündliche Auskunft, wenn jemand ruft an, ja, muss der Pressesprecher dann das Gespräch aufnehmen, abtippen oder so, das muss man wahrscheinlich auch rausnehmen, weil das erhöht halt den Aufwand dann doch sehr stark. Und dann ist natürlich die Gefahr, dass die Journalisten nur noch mündliche Auskünfte möchten, weil sie halt davon ausgehen müssen, dass sie diese Information dann tatsächlich exklusiv behalten. Also da wird sich dann eine Dynamik ergeben, die wir vielleicht auch gar nicht vorhersehen können. Und ja, das ist interessant. Wir wollen natürlich aber die Dynamik möglichst in die Richtung steuern, die halt maximalen Impact hat für Skandalaufdeckung oder sowas. Ja? Matthias, du hattest... Na, ich wollte nur sagen, dass es ein kleiner Teil ist in diesem Gesetz, der jetzt mittlerweile einen großen Teil in diesem Gespräch hier einnimmt. Ich wollte nochmal vielleicht zurückkommen, vielleicht gibt es noch andere Punkte, die wir besprechen wollten oder sollten, die jetzt vielleicht genauso wichtig sind, mindestens vielleicht auch noch wichtiger sein könnten. Und darauf wollte ich nur hinweisen, aufgrund der vorgerückten Zeit. Okay, ich habe noch ein Thema und zwar habe ich mir ausgedacht, pseudonyme Anfragen. Und zwar hat mich der Landesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz darauf aufmerksam gemacht, dass man überfragt den Staat. Wir haben da in den AGBs so ein bisschen verkackt. Ja, und da steht halt irgendwie drin, man muss, also es waren so Standard-AGBs, die uns irgendein Rechtsanwalt geschrieben hat.
echter Name und so, bla bla bla, wollen wir gar nicht. Wir wollen, dass die Leute halt unter einem beliebigen Pseudonym auch Anfragen stellen können und darüber Informationen erhalten. Solange da kein Gebührenbescheid kommt und solange das halt nicht in einem Verwaltungsverfahren also richtig enden muss, also solange halt nicht geklagt wird, ist auch der echte Name und die echte Adresse gar nicht so relevant, wenn es halt antragsbasiert passiert. Und vor allem, wenn es elektronisch passiert, dann braucht auch niemand die Adresse haben, weil er Post verschicken muss. Und das würde ich halt gerne irgendwie eigentlich festhalten. Ich weiß halt nicht, wie die Realität aussieht, weil so ein Antrag ist halt immer ein Verwaltungsverfahren sozusagen. Ja, da wird ein Antrag gestellt und ob man da überhaupt pseudonym auftreten darf. Ja, aber ich würde es dann trotzdem irgendwie befürworten. Ja, also einfach, weil man, wenn da Peter Schmidt anfragt, dann muss die Behörde ja nicht erstmal sich den Perso zeigen lassen, sondern so einfach antworten. Also da finde ich die Regelung schön, die wir hier bei der Verfassungskommission jetzt haben, wo man ja auch, also hier im Landtag NRW-Verfassungskommission mitarbeiten darf, man muss einen Namen angeben. Geprüft wird er aber nicht. Also der Aufwand jetzt bei jedem, der einen Antrag stellt, zu prüfen, ist das eine reale Person. Nur als Beispiel, kommt die aus Nordrhein-Westfalen, fällt die überhaupt unter diese Jurisdiktion, etc., 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 der wäre so hoch, dass man mit einer Regelung nach dem Motto, bitte gib deinen Namen an, aber wenn das eben nicht dein richtiger Name ist, pff, ja, haben wir halt auch kein Problem mit, dass ich damit sehr gut leben könnte und dass man das eventuell tatsächlich irgendwo unterbringen müsste. Dass die Angabe des realen Namens tatsächlich keine zwingende Voraussetzung für eine Informationserteilung ist. Also wir hatten ja schon die Fälle, dass das BKA eine polizeilich beglaubigte Ausweiskopie haben wollte, bevor sie irgendwie die Anfrage überhaupt bearbeitet. Und das ist halt das andere Extrem, das man halt irgendwie vermeiden möchte. Und das muss halt irgendwie im Verfahren wiedergespiegelt werden vielleicht. Also ich, ja, das ist auch schön, ja, dass man den neuen Ausweis nicht kopieren darf. Dann fällt das ja in Zukunft auch. Ja. Ulrike? Sobald man ein Register hat, aus dem man die Informationen abrufen kann, ist es doch anonymisiert erstmal schon. Also wenn richtig. Ich jetzt und damit beschränkt sich ja nur auf die Fälle, wo es wirklich knibbelig ist. So. Und da weiß ich nicht, also kommt halt, ja, also wir haben bis jetzt die Regelung nicht drin. Auch so ein bisschen, also ich habe sie erstmal nicht gesehen, dass man sie machen könnte und auch so ein bisschen vielleicht aus der Angst, dass man dann so nach dem Motto, der große Unbekannte kann alles abrufen, was er will, ohne Grenzen und Schwellen, so, dass es einem dann halt um die Ohren fliegt. Also welches das Brechte ist, wenn man jetzt für irgendwelche Akten, die noch aufbereitet werden muss, sozusagen als irgendwie Unbekannter da abfragt. Na, es macht es erstmal leichter, zum Beispiel als Mitarbeiter der Verwaltung, der weiß, da läuft gerade was schief. Achso, entschuldige, wenn ich das. Der weiß, da läuft gerade was schief, macht es mir das deutlich leichter, wenn ich unter einem Pseudonym eine Anfrage stellen kann und damit auch Missstände im eigenen Haus auf diesen Weg anonym nach außen tragen kann. So sind fast alle Skandale bisher gelaufen, nur dass bisher diese Informationen irgendwo geleakt wurden und man dann gehofft hat, dass man einen Bradley Manning nicht findet. Aber ich glaube, das ist ein typischer Fall, der durchaus hoffentlich nie vorkommen wird, weil es gibt ja keine Probleme in der Verwaltung selbstverständlich, aber der dafür relevant ist. Also was hat tatsächlich auch häufig passiert, eine Behörde bekommt eine Anfrage und dann googelt sie erstmal den Namen des Antragstellers. Na, wer ist das denn? Ja, mal schauen. Ja. Ist das dieser wie so ein Querulant? Ja? Und also erstmal die Datenschutzperspektive finde ich auch etwas seltsam. Die Behörde gibt den Namen dann an Google weiter. So, darf sie das überhaupt? Ja? Ja, das soll sie natürlich nicht. Ja, und ich habe auch dann von den guten Behörden gehört, na, das würde ich niemals machen, aber ich habe auch gehört, natürlich mache ich das. Ja. Und da muss man halt eigentlich ganz klar sagen, das dürfte sie eigentlich nicht von Anfang an, ist eigentlich auch schon logisch, aber auch auf die Gefahr hin, dass sie es doch tut, deswegen pseudonyme Anfragen. Ja, aber ich will das nochmal, was Daniel jetzt gerade gesagt hatte, aufgreifen. Das fällt jetzt halt auch schon so in den Bereich Whistleblower-Schutz und vielleicht gibt es da die Möglichkeit, wobei ich durchaus Sympathien auch für eine solche Regelung fände, das zusätzlich außerhalb des Transparenzgesetzes zu regeln, weil ich weiß, Frank, du machst da ja auch relativ viel in dem Bereich und das fällt jetzt vielleicht nicht so in den Bereich Transparenzgesetz, wobei es durchaus diese Möglichkeit geben sollte. Das muss man dann natürlich kombinieren mit einer Möglichkeit, auch elektronisch Fragen zu stellen, ohne wirklich identifiziert zu werden. Also mit einer Vorratsdatenspeicherung ist Frag den Staat anonym natürlich toll, wenn man sich noch in ein Internetcafé begeben möchte. Aber wenn ich das von zu Hause aus mache, dann kann ich da zwar Dagobert Duck eintragen, allerdings weiß die Bundesregierung natürlich durch eine relativ leichte Abfrage, wer diese Anfrage gestellt hat. Also
Natürlich kann ich ein HTML-Dokument hier generieren, wo zwar in dem Feld Name was drinstehen muss, aber ob da Stern oder ein gültiger Name drinsteht, ist natürlich egal. Klar, kann man machen. Aber da geht man dann noch in andere Bereiche rein. Darauf wollte ich eigentlich nur hinweisen, die zusätzlich noch geschützt werden müssen, um das wirklich anonym zu garantieren. Ich meine, wir haben ja jetzt in unserem Entwurf auch die juristischen Personen mit aufgenommen. Mir ist es noch nicht so hundertprozentig klar, was dann das Pseudonym noch bringen sollte. Also eben. Also ja, ich meine, ich könnte jetzt sogar als Bündnis NRW-Blick durch, was ja durchaus nicht rechtsfähig ist, könnte ich anfragen und dann, ja, also das ist schon verhältnismäßig anonym. Ich kann ja irgendwie kurzerhand den Verein der Kleingärtner Opladen gründen und dann da anfragen. Zwei Leute, die eine Anfrage stellen, genau. Sind rein rechtlich eine GbR und können ja. Schon als GbR anfragen. Ja, also ich meine, dass jetzt das BKA eine Personalausweis Kopie haben möchte, ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Berufskrankheit, dass Sie erstmal einen Ausweis sehen wollen, bevor Sie irgendwas beantragen. Das ist, glaube ich, bei normalen Verwaltungen eher nicht der Fall. Nein, ich glaube, das ist auch eher so ein Zusatzgedanke, kann man darüber nachdenken, aber auch das ist, glaube ich, nicht, also auch da sind wir wieder in Details drin, die natürlich von der eigentlichen groben Richtung weggehen. Soll ich noch einen weiteren Punkt ergänzen? Haben wir noch einen Punkt? Also ich hatte eben schon ein bisschen den Eindruck hier, wenn als für beide Seiten argumentiert wurde, grundsätzlich ist es ja hier auch etwas, was im Fluss ist. Wir kommen nicht, das Transparenzgesetz ist nicht ein Endpunkt, sondern es ist eher ein Anfang und da kommt noch vieles dahinter her und viel Erfahrung und viele Änderungen. Und ich weiß nicht, ob wir die heute schon alle zu Ende diskutieren können. Also wahrscheinlich können wir das ja nicht. Ich würde einen kleinen Punkt gerne noch berichten. Das wollte ich mir jetzt gerade mal sammeln. Haben wir noch einen wichtigen Punkt. Ansonsten sind wir knapp 2 Stunden dabei. Dann machen wir den Punkt noch. Nein, was wichtig, was mir in dem Gesetz fehlt, was wir in Hamburg haben und was sich gerade als total richtig erweist, ist, dass man regelmäßige Berichte anfordert. Ich würde hier vorschlagen, Landesregierung und kommunale Spitzenverbände halbjährlich über den Fortschritt bei der Umsetzung. Solange die Umsetzung noch nicht, solange das noch nicht alles am Laufen ist. Ja, das würde ich sagen. Und danach gerne Nutzungsstatistik. Ja, warum nicht? Natürlich. Also Fortschrittsberichte bei großen Projekten sind, glaube ich, einfach unbedingt notwendig. Ich weiß nicht, wie war das mit der Elbphilharmonie? Wann haben die angefangen, die Berichte? Also die Berichte über die Elbphilharmonie? Relativ kurz vor Baubeginn. Die haben ja nicht so lange geplant. Man hätte vielleicht mehr planen sollen, dann hätte man weniger bauen müssen. Aber das ist jetzt Spekulation. Ja, dann kann ich im Moment mal nur sagen, ich glaube, das war eine echt gute Einstimmung auf morgen. Bin gespannt auch auf die Fragen der anderen. Bin gespannt, wie voll der Plenarsaal sein wird. Wir sind ja morgen im großen Saal. Es wird auch wieder gestreamt ab 10 Uhr. Geht die Sitzung los und das wird sehr strikt und pünktlich sein, nicht ganz so viel hier. Also nochmal Entschuldigung für die kleine Verspätung. Morgen geht es garantiert um 10 Uhr pünktlich los. Freut mich, wenn viele von jetzt dabei sind. Also wir werden alle dabei sein und bis demnächst. Tschüss. Ja.